Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Vorlesung an Big Data Engineering, heute Anfrageoptimierung Teil 1. Wir rekapitulieren nochmal kurz, was wir eigentlich gemacht haben in den letzten Wochen. Wir hatten ja jeweils so zwei Wochen Blöcke IMDb und NSA oder ähnliche Anwendungen. Und was haben wir da gelernt? Naja, fundamentale Konzepte der Anfrageverarbeitung. Also wir haben uns das relationale Modell angeguckt, Entity-Relationship-Modellierung, relationale Algebra und das letzte Mal vor zwei Wochen, letzte Woche war ja keine Vorlesung, SQL. Und da war immer schon hier und da die Frage, naja, schön und gut, was ist denn jetzt, wenn die Daten größer werden, wenn die Anfragen komplexer werden, wie komme ich denn eigentlich jetzt vom SQL, von meiner Structured Query Language zu einem effizienten Programm? Und das gucken wir die nächsten zwei Wochen an als kleinen Anschub, unabhängig von der konkreten Anwendung. Das gilt für alle Anwendungen, insbesondere wenn sie mit großen Datenmengen zu tun haben. Hier nochmal eine kurze Übersicht, um Ihnen das zu verdeutlichen, was da eigentlich passiert. Es gibt jetzt verschiedene Systeme, sogenannte Datenbanksysteme, manchmal nennt man die auch SQL-Engines, die SQL übersetzen in ein ausführbares Programm. Und wir hatten in Jupyter, in den Notebooks, schon SQLite gesehen als eine Variante davon. Ein ganz einfaches Datenbanksystem, mit dem man aber relativ weit kommt. Und wo sich die Systeme jetzt unterscheiden, ist zum einen der Sprachstandard, also wie viel SQL wird denn verstanden. Da gibt es unterschiedliche Dialekte. Diese SQL-Standards hatte ich mal kurz erwähnt, aber viel wichtiger als der Standard ist meist die Performance. Also wie effizient ist denn das Programm, was diese verschiedenen Systeme erzeugen? Und das kann man sich in der Analogie so vorstellen. SQLite ist eigentlich wie so ein kleines Segelboot, so eine Jolle. Also kann man sehr gemütlich mit über einen Teich schippern. Und bis Windstärke, weiß ich nicht, 6, 7 ist das also okay. Aber danach wird es schwierig. Andere Systeme können schneller fahren, können sie schneller transportieren, zum Beispiel so ein Motorboot, das wäre zum Beispiel das System MySQL, das ist von der Performance vergleichbar. MySQL ist sehr beliebt im Webumfeld, um Webseiten mit Daten zu füttern. Ein anderes wichtiges Datenbanksystem im Bereich ist PostgreSQL, das ist so das beliebteste Open-Source-Datenbanksystem überhaupt, das ist schon relativ alt, aber technisch sehr, sehr ausgereift, das kann man mit so einem Jumbojet vergleichen. Und was jetzt moderne Datenbanksysteme wirklich können und von der Performance, wo sie sind, naja, das ist mehr so eine, ja, weiß nicht, so eine fliegende Untertasse, die mit 20-facher Lichtgeschwindigkeit durch Wurmlöcher fliegen kann. Also werden wir heute nicht hingucken. Wir werden mal so ein paar Grundlagen angucken, was die Prinzipien sind. Alle diese verschiedenen Systeme bauen im Grunde auf den gleichen Prinzipien auf und die werden wir angucken in dieser Vorlesung. Wir werden nicht so sehr ins Detail gehen. Also wie ein UFO, wie so eine fliegende Untertasse funktioniert, erkläre ich Ihnen in der Stammvorlesung dann, aber nicht hier. Ja, also das ist die Frage, die wir angucken. Wie kommen wir eigentlich prinzipiell von SQL zu einem ausführbaren Programm? Ja, und das funktioniert in verschiedenen Schritten. Das ist eine automatische Anfrageoptimierung. Also da passiert nichts händisch. Sie geben einmal SQL an die Datenbank, das Datenbanksystem macht dann verschiedene Optimierungsschritte, führt es durch und erzeugt letztendlich ausführbaren Code. Dieser Code wird ausgeführt, berechnet ihr Ergebnis und dann kriegen sie das Ergebnis der Anfrage zurück. Und das passiert, wie so oft in der Informatik, in verschiedenen Zwischenschritten. Also wir haben ja verschiedene Schritte, die wir jetzt im Einzelnen ein bisschen angucken wollen. Das ist zum einen die sogenannte kanonische Übersetzung. Die übersetzt das SQL in so eine Art relationalen Algebra-Plan, wie Sie schon gesehen haben. Gucken wir gleich ein Beispiel an. Dann wird das Ganze, wird das, was Sie hier in Schritt 2 jetzt haben, nochmal durch eine weitere Komponente gejagt. Das macht die sogenannte heuristische oder regelbasierte Optimierung. Da gucken wir heute sehr viel drauf, wie das funktioniert. Und dann kommen wir auf diesen Plan. Das ist so ein transformierter logischer Plan, nennen wir den. Dann gibt es noch einen weiteren Optimierungsschritt, das ist die kostenbasierte Optimierung. Da werden wir heute ein bisschen mit anfangen, aber nächste Woche Donnerstag noch ein bisschen mehr mit einsteigen. Das macht gerade bei den schnellen Systemen einen riesen Unterschied, was hier an dieser Komponente passiert. Dann haben wir einen physischen Plan und daraus gibt es dann eine Codeerzeugung. Das ist auch wieder ein Thema für sich. Wir werden uns heute mal ein bisschen auf diese ersten beiden Schritte stürzen und gucken, was da passiert. Und wie ich schon gesagt hatte, das läuft alles intern ab. Sie müssen sich um nichts kümmern als Nutzer einer SQL-Engine, kann man sagen, oder eines Datenbanksystems. SQL-Engine klingt so ein bisschen schicker. Sie müssen sich um die Optimierung nicht kümmern. Das macht das System von ganz alleine. Ja, und wie gesagt, die Leistung dieses Optimierers, dieses Anfrageoptimierers unterscheidet sich sehr. Also das ist die Analogie, die wir eben hatten. Ja, es geht ja nicht darum,
Diese Analogie zeigt Ihnen nicht, im Grunde nicht, was für ein SQL-Standard hier gesprochen wird von den Systemen, sondern wie leistungsfähig der Anfrageoptimierer jeweils ist. Das sind die Unterschiede in den verschiedenen Systemen. Und da liegt die ganze Magie, SQL in ein effizientes Programm zu übersetzen. Übrigens recht ähnlich auch zu einem normalen Compiler-Problem. Also wenn Sie sich angucken, ja, Sie sehen wahrscheinlich sofort die Analogie. Naja, was ist denn, wenn ich hier nicht SQL reingebe oder C++ oder Java oder was auch immer? Ja, dann sind wir im Bereich Compilerbau, wie Sie es aus Programmieren 2 oder aus der Stammvorlesung vielleicht schon kennen. Das sind ganz ähnliche Probleme hier im Datenbanksystem, aber es gibt doch hier und da ein paar andere Twists und Möglichkeiten, Optimierung durchzuführen. Gut, fangen wir mal an mit der kanonischen Übersetzung. Dieser erste Übersetzungsschritt von SQL in die annotierte relationale Algebra, beides haben wir gesehen. Also wir haben den Zustand vorher gesehen, wir haben den Zustand hinterher gesehen. Und was da im Grunde passiert ist, ist so eine 1 zu 1 syntaktische Übersetzung. Also wenn Sie sich hier angucken, wir haben hier ein SQL-Statement, Select from Where, ja, mit einer Gruppierung und einem Having. Hier stehen die Attribute, die Gruppierungsattribute mal abstrakt drin, worüber ich hier gruppiere. Hier habe ich mal bei A2 angefangen und nicht bei A1, warum auch immer. Dann steht hier eine Aggregatfunktion, die ich umbenannt habe und so weiter und so fort. Diese Statements hatten wir gesehen und in was die übersetzt werden, das ist einfach so ein Ausdruck in der relationalen Algebra, wie wir es auch schon kennengelernt haben. Das heißt, im Grunde, also das Einfachste, was man machen kann an dieser Stelle, ist, ich lese das Statement so, wie wir es gelernt haben. Das heißt, ich sage mir, naja, from, alles, was hier steht, ist ja ein Kreuzprodukt. Das mache ich hier, ne? Also R1 bis RM wird verbunden durch ein Kreuzprodukt, alles gut. Dann kommt ja danach die Selektion, das Where, ja, das kommt an dieser Stelle, also hier umgesetzt. Danach gruppieren wir über diese Attribute, das passiert hier rechts in der relationalen Algebra, die Gruppierung, dann gefolgt natürlich durch die Aggregation und die Projektion. Sie erinnern sich, dieser Gruppierungsoperator in der relationalen Algebra macht immer drei Sachen: das Gruppieren, das Aggregieren und das Projizieren. Dann kommt eine weitere Selektion hier, die passiert durch das Having, hatten wir im Detail diskutiert. Warum es da zwei verschiedene Selektionen gibt, das passiert dann nach der Gruppierung. Und dann kommt am Schluss diese Projektion, die in SQL jetzt habe ich alles markiert, die durch dieses Select ausgedrückt wird. Das ist nochmal das Oberste. Das ist die kanonische Übersetzung und mehr passiert da nicht in diesem Schritt. Also total trivial. Was ja noch passieren kann, ist, dass man Sichten auflöst, hatten wir auch. Also diese Alias-Definition von der dynamischen Sicht, die kann dann hier eingesetzt werden an dieser Stelle vom Datenbanksystem. Also Sie erinnern sich, eine Sicht sieht ja aus wie eine normale Relation. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt hier als, keine Ahnung, RM wäre eine Sicht und keine Relation, dann würde man an dieser Stelle einfach das SQL-Statement einsetzen, was hinter dieser Sichtendefinition steht. Ja, dann würde hier nochmal Select Star from oder Select was auch immer from irgendwie stehen. Genau. Ja, das Gleiche passiert auch mit vorberechneten bzw. vormaterialisierten Teilergebnissen. Vormaterialisiert ist bei uns ein anderes Wort für vorberechnet. Also da gibt es schon Teilergebnisse der Anfrage, die vorhanden sind, warum auch immer. Ja, also es ist im Grunde eine Variante von Caching. Das Datenbanksystem kann auf verschiedenen Ebenen erkennen, oh, das habe ich doch gerade schon mal gemacht, das Teilergebnis habe ich schon berechnet, dann setze ich das an dieser Stelle doch mal ein. Die extreme Variante davon sind materialisierte Sichten, das hatten wir auch schon, Materialized Views, und ich hatte Ihnen geraten, davon die Finger zu lassen. Aber wenn Sie sie benutzen, können Sie auch an dieser Stelle vom Datenbanksystem automatisch erkannt und eingesetzt werden. Ja, dazu nochmal ein Beispiel. Also solche Situationen wie dieselbe Anfrage wurde schon berechnet und die Datenbasis hat sich nicht geändert, dann kann man natürlich direkt das gespeicherte Ergebnis zurückgeben, ohne die Anfrage neu auszuführen. Also wenn ich das Datenbanksystem frage, hey, wie viele Tupel sind in der Mitarbeitertabelle, dann gibt Ihnen hat das Datenbanksystem ausgerechnet, hey, das sind 42, und dann kommt die gleiche Anfrage nochmal rein und es wurde kein Tupel hinzugefügt und keins entfernt, ja, dann kann man dann direkt die 42 zurückgeben, ohne das nochmal neu zu berechnen. Also solche Situationen, klassisches Caching, Memoization, und so weiter und so fort. Da gibt es viele Begriffe für sehr ähnliche Techniken in der Informatik. Ja, was wir jetzt berücksichtigen müssen im Folgenden, ist diese sogenannte Was versus Wie-Verwirrung. Also wir hatten ja die relationale Algebra eingeführt und die kann man jetzt sowohl deklarativ als auch prozedural lesen.
Und das nochmal hier zur Unterscheidung. Deklarativ heißt ja, was ist das Ergebnis? Also Sie schreiben einen Ausdruck der relationalen Algebra hin und sagen eigentlich nur, was Sie haben wollen. Ja, das kann man vielleicht auch mal, wenn wir zurückgehen zu der kanonischen Übersetzung, hier, dieser Plan, hier dieser Ausdruck der relationalen Algebra, der definiert ganz klar, was ich haben will, was ich mir vorstelle, wie das Ergebnis aussehen soll. Das ist hiermit klar definiert. Und das kann ich jetzt auf verschiedene Arten lesen. Ich kann sagen, es muss wirklich so ausgeführt werden, das muss in dieser Reihenfolge ausgeführt werden. Ich könnte aber auch auf die Idee kommen, die Reihenfolge bestimmter Operatoren zu vertauschen, also zum Beispiel erst eine bestimmte Projektion zu machen und dann eine bestimmte Selektion. Oder ich könnte mir auch überlegen, diesen Plan irgendwie umzuwandeln, umzugestalten, sodass das gleiche Ergebnis immer noch rauskommt, aber ich vielleicht hinterher damit einen effizienteren Plan erzeugen kann. Wie das geht, da gucken wir jetzt mal drauf ein bisschen. Also, wir hatten nochmal zurück, wir waren hier bei deklarativ und haben uns überhaupt nicht drum gekümmert, um die Reihenfolge der Operatoren. Ich habe gesagt, das ist egal, spielt erstmal keine Rolle. Und wir hatten auch gesagt, es spielt erstmal keine Rolle, wie diese Operatoren implementiert sind. Also wir hatten gesagt, es gibt eine Selektion, es gibt eine Gruppierung, es gibt ein Join, es gibt eine Projektion. Aber wir hatten noch nicht darüber gesprochen, wie diese einzelnen Operatoren eigentlich implementiert sind. Und so haben wir das bisher gesehen, diese relationale Algebra. Und das werden wir jetzt ein bisschen ändern. Jetzt werden wir sagen, nee, jetzt gucken wir mal ein bisschen mehr drauf. Ja, wie berechnen wir eigentlich das Ergebnis? Und da können wir jetzt entlang von zwei Dimensionen Entscheidungen treffen. Also wir könnten sagen, okay, wir könnten uns mal Gedanken machen über die Reihenfolge dieser Operatoren. In welcher Reihenfolge werden denn bestimmte Operatoren ausgeführt? Einfaches Beispiel, Sie haben zwei Joins, Sie haben drei Relationen, binäre Joins, A, B, C. Joinen Sie erst A mit B und das Ergebnis mit C oder erst B und C und das Ergebnis mit A. Also solche Entscheidungen kann man treffen. Außerdem können wir entscheiden an dieser Stelle, wie welcher Operator implementiert wird. Also wieder im Beispiel ein Join kann man mit verschiedenen Algorithmen implementieren. Und an dieser Stelle könnten wir diese Entscheidung treffen. Ich implementiere den so oder implementiere den so. Ja. Und das sind die beiden Sachen, die wir jetzt unterscheiden müssen. Also Reihenfolge Operatoren und welche Algorithmen hinter einem Operator stehen. Und diese prozedurale Leseweise werden wir im Folgenden benutzen. Wir gehen jetzt also weg von deklarativ. Ja, und wir hatten das schon so ein bisschen das angedeutet. Wenn Sie sich erinnern, als ich das relationale Modell eingeführt hatte, und das ist ein Zitat von der Folie, hatte ich auch schon diesen Satz gebracht, ja, eigentlich beschreibt ja diese relationale Algebra nur, was wir berechnen sollen, aber nicht, wie wir diese Berechnung algorithmisch umsetzen. Und dann hatten wir ja in diesem Notebook gesehen, ja, ich muss unterscheiden, es gibt logische und physische Operatoren. Und das hatten wir in dem Notebook bereits so benannt. Und ich zeige Ihnen nochmal, was der Unterschied ist. In einer kleinen Tabelle, also logisch, und das sind die Symbole, wie Sie sie kennengelernt haben für die relationale Algebra, das war ja immer so ein komisches Symbol hier oder ein griechischer Buchstabe. Und das macht keine Aussage darüber, wie ich das implementiere. Ja, dieser Operator sagt nur, hey, ich habe zwei Eingaben, ich joine diese beiden Eingaben über ein Join-Prädikat und dann habe ich wieder eine Ergebnisrelation. Also wie bei allen binären Operatoren, zwei Eingaben, eine Ausgabe. Das sagt einfach nur der logische Operator. Aber diesen Freiheitsgrad, den wir jetzt haben, ist die Implementierung, der Algorithmus, der dahinter steht. Und das sind hier verschiedene Optionen, die ich hingeschrieben habe. Es gibt da Dutzende, wie man allein Join implementiert. Die dümmste ist natürlich, man nimmt Nested Loops, also einfach ein Kreuzprodukt, und filtert nach. Ja, das ist ja genau die Definition des Joins, wenn Sie sich daran erinnern. Also einfach das Kreuzprodukt bei der Eingaberelation und dann für jedes Ergebnistupel einmal nachfiltern. Ne? Hat quadratische Komplexität sollte man nicht so machen. Schlechte Idee. Das andere ist, man kann das indexbasiert machen. Das hatten wir auf einem der Übungszettel, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, das zu machen. Und da werden wir jetzt mehr und mehr reingucken, was das für Möglichkeiten sind für physische Operatoren. Ja, wenn wir das jetzt gemacht haben, also wir haben diesen kanonischen Plan, wir haben so eine blöde, einfache Übersetzung, haben wir jetzt erhalten. Dann kommt schon der nächste Schritt, dann wird es ein bisschen interessanter. Jetzt machen wir die sogenannte heuristische Optimierung. Heuristik in der Informatik heißt immer, das ist irgendwie eine Regel, also irgendwas, was ich machen kann,
wo ich weiß, also meistens funktioniert das sehr, sehr gut. Ja? Das ist jetzt nicht notwendigerweise optimal, aber das ist eine Regel, wo ich weiß, das ist eine gute Idee und deswegen mache ich das. Das ist eine Heuristik in der Informatik und das wende ich hier jetzt an. Und die Grundidee von diesem Optimierungsschritt ist die, ich nehme jetzt diesen kanonischen Plan und forme den um mit Hilfe von Regeln in einen besseren Plan. Ja, also ich habe also bestimmte Regeln, die es mir erlauben, diesen Plan umzuformen. Wir gehen da gleich noch im Detail mit Beispiel drauf ein, zeige ich gleich noch ganz genau, wie das funktioniert, nur mal die Grundidee. Und durch diesen, und nachher habe ich einen transformierten Plan, der effizienter umzusetzen ist. Also ich will also weg, zum Beispiel in diesem Schritt, wenn Sie nochmal zurückgehen, wir sind ja noch in dieser komischen Situation, ich gehe mal zurück hier, hier haben wir zum Beispiel ein Kreuzprodukt drin, ja? Kreuzprodukt über M-Relation, aua, ganz schlimm, ja? Das sollte man nicht machen, das wollen wir in jedem Fall loswerden in diesem Schritt und das wollen wir jetzt machen mit diesen Regeln. Also ich will dem Datenbanksystem, ich will dem Anfrageoptimierer beibringen, dass er zum Beispiel Kreuzprodukte vermeidet und entfernt. Das passiert jetzt an dieser Stelle. Genau, gehen wir nochmal hier hin. Ja, also wir haben so ein regelbasiertes System und wichtig ist, diese Regeln, die ich anwende auf dem Plan, die dürfen niemals das Ergebnis des Plans verändern. Das ist wichtig, weil sonst hätte ich auf einmal ein anderes Ergebnis, würde was Falsches berechnen, das darf nicht passieren. Und es wird jetzt so lange versucht, diesen Plan zu transformieren, bis keine dieser heuristischen Regeln mehr anwendbar ist. Also ich versuche zu machen, was geht, versuche den Plan immer besser zu machen. Irgendwann ist Ende und dann muss ich aufhören. Und wie das im Detail funktioniert, das haben wir auch in Python implementiert. Sehen Sie gleich im Notebook, wie das funktioniert. Sie müssen sogenannte Regeln definieren. Und diese Regel besteht immer aus zwei Komponenten. Also wir haben eine Funktion Match und eine Funktion Modify. Die Funktion Match bekommt jetzt einen sogenannten Operator Tree, Operatorbaum. Das ist ein anderer Ausdruck für ein Teil eines Anfrageplans. Also Sie können so einen Plan relationaler Algebra können Sie auch bezeichnen als Operator Tree, weil es ein Baum ist von Operatoren, heißt es Operator Tree. Und das ist jetzt einfach ein Prädikat. Das heißt, es bekommt jetzt hier so einen Baum übergeben und sagt jetzt entweder wahr oder falsch. Das heißt, diese Methode ist so implementiert, dass sie anzeigt, ob sie ein bestimmtes Muster findet auf diesem Eingabeplan. Das ist eine Suchmethode, die überprüft, ob der Eingabebaum eine bestimmte Teilstruktur, ein bestimmtes Muster hat. Und dann gibt es eine zweite Funktion, das ist wirklich eine Funktion und kein einfaches Prädikat mehr, die sagt, okay, der Eingabebaum hier, OP, dieser Operator Tree, den transformiere ich in einen anderen Operator Tree. Also die Logik ist so, wenn ich eine Regel anwende, dann gucke ich, ob Match True gibt. Falls es false gibt, dann wird nichts weiter gemacht. Aber falls dieses Match True sagt, dann wende ich diese Modify-Funktion an, die diesen Eingabebaum transformiert, ja, die bestimmte Änderungen am Baum vornimmt und einen neuen Baum erzeugt. Und mit diesem Baum mache ich weiter. Und hier ist ein Beispiel. Wir sehen auch gleich noch ganz, ganz viele Beispiele, wie das funktioniert. Aber nur mal, um warm zu werden damit. Also hier zwei Match könnte ich zum Beispiel so implementieren, dass ich sage, gibt es eine Selektion mit einer Konjunktion im Prädikat? Ja, also gibt es irgendwo so ein griechisches Sigma, wo steht A und B? Ja, toll. Wenn das der Fall ist, dann breche doch dieses Prädikat auf und ersetze die Selektion durch zwei separate Selektionen. Ja, dann mache ich erst eine Selektion über A und auf dem Ergebnis eine Selektion über B. Oder umgedreht. Erst eine Selektion auf B, dann eine Selektion auf A. Ja, das ist natürlich völlig äquivalent, wie die Operation, also wie eine Selektion über A und B. Das ist einfache boolesche Logik. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich eine Regel implementiere. Eine zweite Möglichkeit, ich könnte sagen, also befindet sich eine Selektion mit Join-Prädikat direkt über einem Kreuzprodukt? Ist das der Fall? Wenn ja, dann schreibe die Selektion und das Kreuzprodukt zu einem Join um. Das werden wir gleich noch live sehen im Jupyter Notebook, wie das funktioniert. Also das ist die Regel, die dafür sorgt, dass Kreuzprodukte aus einem Plan rausfliegen. Das werde ich Ihnen aber gleich live zeigen. Nur mal als Beispiel schon mal, wie sowas aussieht. Also mit so einem Regelwerk kann ich mir jetzt Regeln überlegen, die meinen
Operator Tree, Operatorbaum transformieren. Ja, und der Algorithmus, der das macht, ist schnarcheinfach. Ja, im Grunde habe ich schon angedeutet, das ist dieses regelbasierte Optimieren. Das heißt, ich nehme als Eingabe jetzt diesen kanonischen Plan, den ich mir am Anfang erzeugt habe aus dem SQL. Ich habe eine Menge von Regeln, die ich mir überlegt habe. Und jetzt lasse ich das Ganze in einer While-Schleife laufen. Also solange irgendeine Regel R aus dieser Menge der Regeln matcht auf diesen kanonischen Plan, dann wende ich für diese matchende Regel diese Funktion Modify an. Ja, wir hatten gesagt, diese Modify-Funktion, die nimmt den Eingabeplan, den Eingabe-Operator-Tree, erzeugt einen neuen Plan. Und was hier rauskommt, weise ich jetzt P zu und mache damit weiter. Ja, also ich werde immer diesen Plan weiter modifizieren. Und das heißt insbesondere auch, es kann passieren, dass eine Regel dieser Regel matcht nur, wird jetzt angewendet, erzeugt einen neuen Plan und dann kann auf einmal wieder eine andere Regel matchen. Ja, es kann sein, dass da Interaktionen passieren. Das heißt, ich muss immer wieder gucken, ob nicht doch noch jetzt eine andere Regel wieder matcht durch eine bestimmte Transformationsoperation. Ja, das muss man dann natürlich, wenn man es wirklich implementiert, muss man ein paar Sachen machen. Das kann man nicht so hinschreiben, das funktioniert nicht. Da kommen Sie ganz schnell in Probleme. Also Sie müssen sich dann Gedanken machen über Abbruchbedingungen der Iteration. Also es wäre eine sinnvolle Möglichkeit, mal die maximale Anzahl der Iterationen zu deckeln. Je nach Anfrage kommen Sie sonst schnell in sehr hohe Laufzeiten. Insbesondere, wenn Sie sowas haben wie Oszillation, das ist etwas, was Sie auch in unserem Notebook, als wir das implementiert haben, wir haben das letztes Jahr mal implementiert, zum ersten Mal in Python. Und da sieht man relativ schnell, dass Oszillation vorkommen kann. Oszillation heißt, ja, Regel 1 matcht, erzeugt einen neuen Plan und dann matcht Regel 2 wieder. Regel 2 matcht, erzeugt einen neuen Plan, dann matcht Regel 1 wieder und so weiter und so fort. Also R1, also Regel 1 und R2, Regel 2 spielt immer Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong und das hört niemals auf. Gehen wir auch noch gleich im Notebook drauf ein. Das müssen Sie verhindern. Also das sind so ein paar Software-Engineering-Tricks, die Sie hier einbauen müssen. Ja, also letztendlich wollen Sie den Aufwand für diese Optimierung sinnvoll deckeln, sonst funktioniert das Ganze nicht und terminiert unter Umständen nicht und das wollen Sie natürlich verhindern. Ja, das sind die Abbruchbedingungen, die ich einbauen sollte in diesen Algorithmus. Das zweite ist, ich kann sowas wie Prioritäten einbauen. Also, welche Regel mache ich zuerst? Ich mache erst die Regel 42 und dann die Regel 4, weil ich warum auch immer weiß, dass das eine tolle Idee ist. Das sind Möglichkeiten, die ich einbauen kann. Genau, ja. Quintessenz von diesen Regeln ist, es gibt, also einige Regeln sind bekannt. Also für viele, also grundsätzliche Regeln zur Optimierung kennt man von Datenbanksystemen, aber verschiedene Datenbankhersteller halten dann spezielle Regeln auch geheim. Also es macht dann auch einen Unterschied, ob ich verstanden habe, ich könnte ja noch eine Regel so und so schreiben und dann könnte ich ja noch diese Situation klären. Also das ist ein Betriebsgeheimnis von vielen Datenbankherstellern, was die eher komplexeren Regeln machen, weil die einen großen Unterschied machen beim Optimieren von Anfragen. Ja, hier nochmal so ein bisschen als Grafik. Also nochmal hier, kanonischer Plan kommt rein. Sie wenden iterativ auf diesem Plan irgendwelche Regeln an. Das ist diese regelbasierte oder heuristische Optimierung, wie sie auch genannt wird. Und irgendwann haben wir ein Ergebnis. Irgendwann kommt hier dieser Plan PN raus. Und mit dem machen wir dann weiter in der sogenannten kostenbasierten Optimierung. Ja, aber jetzt erstmal die regelbasierte Optimierung. Und jetzt gucken wir uns mal ein paar Regeln an, die in diesem Kontext benutzt werden. Und das sind Regeln, die sehen Sie nicht nur hier, sondern die sehen Sie auch in anderen Gebieten der Informatik. Die werden da manchmal nicht so benannt, aber die gibt es da auch. Ja. Also die wichtigste aller Regeln, die Sie jemals sehen werden, ist diese Regel 1, die heißt Predicate Pushdown. Und was heißt das? Ich kann folgende Situation, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Relationen, R1 und R2, Sie haben ein Prädikat, das nur Bedingungen an R2 hat oder auch an R1. Man kann das kommutieren, ist kein Problem, aber ich habe es jetzt mal in der Definition aufgeschrieben, nur für R2. Und dann haben wir so eine Operation wie ein Join oder ein Kreuzprodukt. Das habe ich jetzt mal als Menge definiert. Also ich habe eine Menge von binären Operatoren, Join oder Kreuzprodukt. Also folgende Situation, R1, Kreuzprodukt oder Join mit R2 und dann kommt die Selektion auf dem Prädikat. Und dieses Prädikat hat aber nur Bedingungen an R2. Also das
Prädikat P, das referenziert überhaupt keine Attribute in R1. In dieser Situation kann ich diesen Ausdruck umschreiben in diesen Ausdruck. Das heißt, ich habe jetzt diese Filterbedingung, diese Selektion, das Sigma, habe ich durchgedrückt, habe ich nach unten gedrückt. Deswegen Pushdown, indem ich sage, Moment, ich nehme erstmal R2, dann führe ich den Filter aus, dann gehe ich in das Kreuzprodukt oder Join mit R1 und berechne das Ergebnis. Es wird also erst auf dieser Relation R2 gefiltert und dann gehe ich in das Kreuzprodukt und den Join rein. Und das hat natürlich, hier sehen Sie den heuristischen Effekt, der hier passiert in vielen Situationen. Also nehmen wir mal ein Extrembeispiel, das Kreuzprodukt. Kreuzprodukt hat quadratische Komplexität. Ja. Hier müssten Sie natürlich, wenn R1 n-Tupel hat und R2 hat m-Tupel, müssen Sie hier n mal m viele Tupel erzeugen, das Kreuzprodukt, und dann n mal m viele Tupel filtern in der Selektion. Ja. Hier hingegen haben Sie immer noch n Tupel in R1, die reingehen in das Kreuzprodukt, aber hier haben Sie ja maximal m Tupel in der Selektion. Also wenn ich hier sehr viele Tupel herausfiltere, bekomme ich hier viel weniger Tupel. Das verändert also nicht die Komplexität dieses Operators, des Kreuzprodukts, aber es verringert die Anzahl der Tupel, die von der rechten Seite hier reinfließen. Und das ist natürlich ein Effekt, der enorme Auswirkungen hat in einem System. Ja, das ist das Predicate Pushdown für Joins und Kreuzprodukte. Und das kann man aber auch allgemeiner formulieren. Das habe ich ja mal die Regel 2 genannt. Das heißt, diese Selektion und auch die Projektion sollten immer so nah wie möglich zu den Datenquellen, das heißt den Wurzeln des Baumes, heruntergedrückt werden. So nah wie möglich an der Quelle. Wenn die Daten irgendwo entstehen, wenn die Daten irgendwo gelesen werden von SSD, aus dem Netzwerk oder wie auch immer, versuchen Sie immer so früh wie möglich zu filtern und zu projizieren. Das ist, also mit der Regel können Sie so viel Performance gewinnen, das ist irre. Ne? Und hier nochmal ein paar Beispiele, die Sie vielleicht schon in anderen Gebieten der Informatik gesehen haben. Das sind alles nur Instanzen von einem Predicate Pushdown. Sensordaten zum Beispiel. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben Temperatursensoren irgendwie im Raum, die messen, die messen jede Minute irgendwie, was die Temperatur ist in einem Raum. Ja, dann könnte ich natürlich, wenn ich weiß, mich interessieren zum Beispiel nur Temperaturen, die über 42 Grad sind. Ja, alles andere interessiert mich nicht. Dann könnte ich ja sagen, okay, direkt auf dem Sensor kann ich das ja auswählen. Ich könnte ja sagen, lieber Sensor, was immer du misst, ist mir völlig egal. Aber wenn es größer als 42 Grad ist, dann schick mir doch mal, was du da gemessen hast. Ja, das wäre ein Beispiel für Predicate Pushdown. Also nur schicken, wenn es größer als X ist als Beispiel. Und das ist auch ein Beispiel für Predicate Pushdown. Wenn ich natürlich jede Messung schicke, dann muss ich natürlich Energie aufwenden, um jede Messung zu schicken. Ich müll das Netzwerk voll mit meinen Messungen und das macht keinen Sinn. Ja? Also in vielen Situationen macht es Sinn, das viel früher zu filtern. Ein anderes Beispiel, was Sie vielleicht von Ihrer E-Mail kennen, IMAP unterstützt das zumindest. Ich kann E-Mails durchsuchen auf dem Server oder ich kann sie auf dem Client durchsuchen. Ja, und das ist auch ein Beispiel. Wenn Sie jetzt 10.000 E-Mails haben auf Ihrem Mail-Server, die noch nicht lokal auf dem Client liegen, dann müssten Sie ja erst alle Mails transferieren zu Ihrem Client und dann filtern. Das ist also relativ teuer, weil Sie müssten die 10.000 Mails erstmal runterladen und dann filtern. Versus Sie sagen, nee, ich filter direkt auf dem Server. Sie drücken also das Prädikat runter zum Server und der Server filtert es für Sie und schickt nur die E-Mails, die sich qualifizieren. Das ist ein ganz klassisches Beispiel für Predicate Pushdown. Dann, und das ist was auch immer wiederkehrt in allen möglichen Schattierungen, es gibt noch aktuelle Forschungsprojekte dazu, 1000 mögliche Startups, die immer diese gleiche Idee haben. Das wurde ursprünglich mal in der Datenbank-Community eingeführt als sogenannte Smart Disks. Als es noch Festplatten gab, gibt es immer noch so ein bisschen, aber nicht mehr in Laptops, die heißen ja Hard Disks und deswegen heißt das jetzt Smart Disks. Was heißt Smart Disk? Das ist eine Festplatte oder meinetwegen auch eine SSD, wenn Sie nicht mehr wissen, was eine Festplatte ist, die kann bestimmte Operationen durchführen. Also das ist eine SSD, die nicht nur die Daten dumm verschickt an irgendeine CPU und dann passiert was in der CPU, sondern diese SSD, die kann selber schon Sachen filtern. Ja, das nennt man Smart Disk. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwas von einer SSD oder einer Festplatte lesen, dann lesen Sie nicht erstmal alles in Hauptspeicher und filtern danach, sondern Sie schicken schon
Ihre Filterbedingung an das Speichermedium. Sie sagen, hey, nee, gib mir mal alle Tupel, wo A größer als 42 ist. Ja, und dann kann diese Smart Disk das ausfiltern und Ihnen schicken. Ja, und das hat gerade in Serversystemen, kann das eine große Rolle spielen, weil man so vermeidet, große Daten über irgendwelche Bussysteme zu schicken. Das nennt man Smart Disk. Gibt es in 1000 Varianten. Ja, in verteilten Systemen gibt es das auch. Ja, das ist ja, wir hatten das hier als praktisch schon eine Variante eines verteilten Systems. Sie haben einen Client und einen Server, aber das gilt natürlich auch für größere Systeme. Sie können die Filter immer, wenn es geht, auf den entfernten Systemen auswerten. Dann statt alle Daten, also das machen Sie jeden Tag, wenn Sie Google benutzen. Ja, Sie schicken ja mit Google Ihre Anfrage an die Google-Server. Die werten das aus und geben Ihnen die Ergebnisliste. Es ist nicht so, dass Google Ihnen alle Webseiten schickt oder den kompletten Google-Index und Sie das lokal auswerten. Nein, Sie schicken das an Google. Ne? Das ist genau das gleiche System, genau die gleiche Idee. Ja, und noch abschließend, ich glaube, da haben wir genug Beispiele. Bei Satelliten, ich habe vor ein paar Jahren mal diesen Fall gehört, da soll es ein Startup gegeben haben, die haben genau das gemacht. Da ging es darum, durch Satellitenfernerkundung wollte man vermeiden, dass man zu viele Bilder auf die Erde schickt. Ja, und was hat man gemacht? Naja, man hat den Satelliten hat man beigebracht, dass er die Analyse direkt auf dem Satelliten macht und dann nur noch die Ergebnisse runterschickt zur Erde. Die spart man natürlich Bandbreite auf der Funkverbindung, wie auch immer die realisiert ist. Aber das ist ein anderes Beispiel für ein Predicate-Pushdown, wo es ja eigentlich hochgedrückt wird zum Satelliten. Also muss ich das immer, es wird immer runtergedrückt zu den Datenquellen. Das war ein anderes Beispiel dafür. Genau. Hier ist nochmal ein Beispiel für Projection Pushdown. Also nicht verwechseln mit Predicate. Predicate sind diese Lektionen. Projection ist die Projektion aus der relationalen Algebra. Folgendes Szenario: Stellen Sie sich vor, zwei Relationen mit diesen Attributen, irgendein künstlicher Schlüssel, dann Attribute A, B, hier nochmal ein künstlicher Schlüssel für die Relation C und dann hier, das ist ein Fremdschlüssel auf die Relation R. Das andere ist jetzt eigentlich egal. Und stellen Sie sich folgenden Ausdruck vor: Sie haben hier ein Join über diese beiden Relationen. Ja, ganz klassisch hier über die Fremdschlüsselbeziehung gejoint und danach wird irgendwie projiziert. Und das kann ich ja auch umschreiben, indem ich sage: Naja, also wenn ich mir R so angucke, ich brauche ja dieses B-Attribut, das taucht ja nirgends auf, dieses B. Das wird nirgendwo benutzt in der ganzen Anfrage. Wieso ziehe ich das dann durch die ganze Anfrage durch? Ja? Also an dieser Stelle sage ich schon, nee, ist ja schön und gut, dass er jetzt diese drei Attribute, ID, A und B hat. Ich will nur ID und A haben, weil der Rest interessiert mich nicht. Und das Gleiche kann man sich für die Relation S überlegen. Also für die ganze Anfrage, die danach gemacht wird mit den Daten aus S, brauche ich eigentlich nur diesen Fremdschlüssel, R underscore ID und C. Ich brauche aber nicht D und ich brauche nicht die ID von S. Das heißt, das kann ich an dieser Stelle schon alles wegschmeißen. Und dann geht immer nur das, wird immer nur das weitergegeben, was oben drüber noch benutzt wird. Das heißt, letztendlich müssen hier die Attribute stehen, die in weiteren Schritten, in der weiteren Verarbeitung gebraucht werden. Und das nennt man einen Projection Pushdown. Ich habe ja weitere Projektionen eingeführt und das werden wir in den Übungen weniger machen. Das kann man machen, diese Projektionen hinschreiben. Das müllt aber die Pläne sehr stark zu. Also wenn Sie überall eine Projektion hinschreiben und Sie können ja im Prinzip nach jedem Operator nochmal eine Projektion hinschreiben, dann werden die Pläne sehr schnell sehr unübersichtlich. Und wenn Sie sich fragen, warum ich das überhaupt mache, was das für einen Effekt hat, es hat einen sehr großen Effekt, insbesondere in sogenannten spaltenbasierten Datenbanksystemen. Das ist ein Thema der Stammvorlesung, wo wir da drauf gucken und da werden Sie sehen, dass das, also geht es um Größenordnung, Performance-Gewinn, den Sie dadurch bekommen. Nur dadurch, dass Sie hier so eine klitzekleine Regel hinschreiben. Genau. Ja, wir gucken noch ein paar wichtige Transformationsregeln an und dann werden wir diese Regeln gleich im Notebook angucken. Also das sind Regeln, die Sie wahrscheinlich auch nicht groß überraschen werden. Zum Beispiel, dass ich eine Konjunktion aufbreche. Ja, hatte ich eben schon erwähnt, kurz bei meinem Beispiel. Stellen Sie sich eine Situation vor, Sie haben eine Selektion mit zwei Prädikaten. Das ist die Eingabe R. Dann kann ich das auch aufbrechen. Ich könnte sagen, nö, ich mache erstmal auf Q die Selektion und dann auf P. Das ist auch völlig äquivalent. Ich könnte auch sagen, ich mache erst auf P und dann auf Q. Ja, also ich könnte die genauso gut invertieren, diese beiden Selektionen. Da kommt das Gleiche raus. Das ist einfach eine Anwendung von Kommutativgesetz der Boolschen Logik.
Und das hat natürlich wieder den Effekt, dass ich jetzt individuelle Selektionen runterdrücken kann. Also falls ich in der Situation bin, dass ich keine dieser beiden Relationen runterdrücken kann, also gerade in Situationen, wo hier nicht nur er steht, sondern ein weiterer Teilbaum, kann es passieren, dass ich das nicht weiter runterdrücken kann als Gesamtausdruck. Aber sobald ich es aufgeteilt habe, diese Situation, in dieser Situation, kann es jetzt passieren, dass ich eine der beiden runterdrücken kann. Ja, also das ist, kann eine sehr wichtige Regel werden beim Aufbrechen. Genau, und ich glaube, ich möchte jetzt doch, bevor wir hier auf diese Transformationsregeln gehen, mal ins Notebook reinschauen. Das kann man auch später angucken. Genau, ich glaube, ich mache jetzt erstmal das Notebook auf an dieser Stelle. Genau, wir haben da wieder ein bisschen was vorbereitet. Das können Sie auch schon auf der GitHub-Seite. Das 1 zu 1, die Version, die ich jetzt benutze, ist auch auf unserer GitHub-Seite. Rule-Based Optimization. Und das basiert wieder auf dem IMDb-Datensatz. Wir haben eine kleine Bibliothek geschrieben. Also wir hatten ja schon die relationale Algebra-Bibliothek, die haben wir jetzt ein bisschen erweitert um Operatoren, um logische und physische. Das ist alles auf GitHub. Und das führe ich jetzt mal aus und lade mir wieder so ein paar kleine Relationen da rein. Diese Zelle können Sie vergessen, die hat jetzt erstmal keine Bedeutung. Und was ich jetzt mache, ist, ich baue mir einen kleinen Plan. Und das ist ein kanonischer Plan. Das ist das, was ich eben auf den Folien gezeigt habe. Ja, also wir können nochmal, ich gehe nochmal zurück. Wo war unser kanonischer Plan? Hier war der kanonische Plan auf Folie 6. Ja, der sieht jetzt sehr ähnlich aus zu dem. Also ich habe hier einfach, ich habe es hier zusammengestöpselt manuell in Python, aber also in dieser kanonischen Übersetzung passiert nichts anderes. Ja, der Datenbankoptimierer stöpselt auch nur solche Ausdrücke zusammen und hat dann hinterher sowas hier. Ja, also Sie sehen hier ein Kreuzprodukt über zwei Relationen. Das können natürlich beliebig viele sein. Und ja, ich kann dieses Kreuzprodukt jeweils immer binär machen. Ich habe es hier einfach mal hingeschrieben, Kreuzprodukt mit M-Eingaben, weil das ist das gleiche in Grün. Das verändert überhaupt nichts. Also einfach nur alle Eingaberelationen mit einem Kreuzprodukt verbunden. Naja, und dann kommen ja diese verschiedenen Selektionen. Hier haben wir zwei Varianten von Selektionen: einmal eine Konjunktion und einmal eine Disjunktion. Hier haben wir nochmal ein Join-Prädikat als Spezialfall einer Selektion. Und hier oben haben wir eine Projektion. Alles farblich unterschieden, damit man die Pläne ein bisschen besser lesen kann. Ja, und damit machen wir jetzt mal ein paar Optimierungen. Und ich habe jetzt in diesem Notebook immer nochmal den Zustand vorher gezeigt und den Zustand nachher, was einfach wichtig ist, wenn man im Notebook hin und her springt. Also eigentlich bräuchte man das jetzt nicht nochmal ausführen. Wenn man das Notebook strikt, also einfach linear von oben nach unten ausführt, dann sehen Sie an dieser Stelle den Plan, den ich eben schon hatte. Ja, also wir hatten den kanonischen Plan, den sehen wir jetzt nochmal. Ja, das ist nur, um wieder dieses Problem zu vermeiden. Ich habe doch nochmal irgendwo was anderes ausgeführt und jetzt einen anderen Zustand. Ich will immer wissen, was ist denn jetzt mein Zustand vorher, bevor ich eine bestimmte Optimierung ausführe. Und wir haben jetzt in dieser Bibliothek verschiedene Regeln definiert. Also zum Beispiel diese Regel Breakup Selections. Das ist das, was wir hier auf der Folie hatten. Wo war es denn? Wie haben Sie hier genannt? Ich suche sie gerade nochmal. Bam, bam, bam. What? Da, Konjunktionen können aufgebrochen werden. Also dieses Ding hier auf der linken Seite, dass ich das umschreibe. Das machen wir jetzt hier in Python. Dann gucken wir mal, was da rauskommt, wenn ich das ausführe. Also, das ist der Zustand vorher. Sie sehen hier, hier sollte Last Name ist Tarantino und Probability smaller 0.7. Was haben wir jetzt? Ah, boom. Ja, aufgeteilt. Jetzt haben wir auf einmal zwei Selektionen und natürlich ist völlig egal an dieser Stelle, welche zuerst hingeschrieben wird. Wir werden noch drauf kommen, dass es dann doch nicht egal ist, aber für den Moment spielt das erstmal keine Rolle. Punkt hier ist, ich habe die Selektion aufgebrochen, habe jetzt zwei verschiedene und kann dann natürlich eventuell diese Selektionen unabhängig voneinander weiter betrachten bei der regelbasierten Verarbeitung. Ja, so, das haben wir jetzt aufgebrochen. Die Disjunktion haben wir nicht aufgebrochen. Da dürfen Sie in der Übung mitspielen diese Woche. Ist unten im Notebook, kommen wir später noch zu. Da machen wir jetzt erstmal nicht weiter bei der Disjunktion. Wir machen jetzt mal mit diesen Dingern weiter. Also, was machen wir jetzt mit den Selektionen? Wir machen diesen Predicate Pushdown. Also die Mutter aller Transformationsregeln, den Predicate Pushdown. Und das passiert im Folgenden. Also wir sind hier in dieser Situation. Einen Schluck Wasser trinken. Kurze Pause. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, wir sind ja in Frag jetzt während des Livestreams.
beziehungsweise in der Pause und nach der Vorlesung auch im Discord. Genau. So, und jetzt machen wir ein Predicate Pushdown. Das macht diese Zelle. Hier ist die Regel Pushdown Selection. Bumm, was passiert? Ah, okay, ein bisschen. Also hier sind gleich alle Selektionen, die man herunterdrücken kann, heruntergedrückt worden. Also das eine ist Tarantino. Warum? Also Last Name ist Tarantino. Warum? Weil sich dieses Ding hier nur auf Directors bezieht. Das andere ist Genre und Prop. Das sind Attribute von Director Genres. Und hier nochmal Prop als nochmal separate Selektion bezieht sich auf Director Genres. Also die sind runtergedrückt worden. Das geht. Das hier geht nicht. Ja, weil das ist ein Join-Prädikat. Dieses ID bezieht sich ja auf Directors links. Und Director-ID ist das Fremdschlüsselattribut aus Director-Genres. Also das müsste ich irgendwie gleichzeitig nach links und nach rechts vorbeischieben an dem Kreuzburg. Das geht nicht. Das darf ich nicht. Deswegen darf die Regel mit diesem Join-Prädikat nicht weitermachen. Die muss hier stehen bleiben. Aber diese anderen Selektionen, die dürfen runtergedrückt werden. Ja, und das ist das Ergebnis, was ich durch dieses Runterdrücken erhalte. Und wie gesagt, das ist heuristisch. Das Ziel ist, die Anzahl der Tupel zu reduzieren, die ins Kreuzprodukt gehen. Ja, was hier hoffentlich passiert. Also von Directors, ja, da wird jetzt nur ein Tupel überhaupt ins Kreuzprodukt gehen, auf der linken Seite. Und hier rechts, diese Filter werden natürlich auch die Anzahl der Tupel reduzieren im Kreuzprodukt. Wie gesagt, die Komplexität des Kreuzprodukts ist dadurch noch nicht verändert. Es ist nicht verändert, es ist immer quadratisch. Aber die Parameter, ne, ändern sich und dadurch wird das Ganze natürlich schneller, wenn ich das so ausführe. Ja, genau. Das sind die Regeln, die wir soweit gehabt hatten. Und jetzt kommen wir hier, das können wir parallel machen. Das ist jetzt die Regel 4, die im nächsten kommt. Und ich zeige es erst noch mal ein bisschen auf der Folie. Machen wir erstmal nur die Folie. Wo waren wir denn? Hier. Die Regel zeige ich jetzt im Folgenden. Jetzt will ich eine Selektion und ein Kreuzprodukt zusammenfassen. Was wir jetzt machen können, ist das Folgende. Wir haben zwei Relationen, R und S, und P ist ein Prädikat. Und wir haben so einen Ausdruck. Also wir haben ein Kreuzprodukt gefolgt von einer Selektion mit diesem Prädikat P. Und jetzt kann ich mir ja dieses Prädikat angucken. Das kenne ich ja in meinem Anfrageoptimierer. Die Anfrage kommt rein, die wird lexikalisch und semantisch analysiert. Und dann kann ich dieses Prädikat normalerweise kann ich das untersuchen. Es gibt auch Blackbox-Prädikate, kann man auch machen. Aber hier ist die Annahme, ich habe es in SQL wirklich hingeschrieben, im Sinne von A ist gleich B, oder wie wir es eben hatten, ID ist gleich S underscore ID. Das ist ein Prädikat, das kann ich an der Stelle verstehen. Und das heißt, ich kann dann verstehen, dass das Prädikat von dieser Gestalt ist. Also das Prädikat ist formuliert als X-Operator Y. Wobei X ein Attribut aus R ist, ja, X kommt aus R und Y kommt aus S. Also R kommt von der linken Seite, also das X kommt von der linken Seite aus R und Y kommt von der rechten Seite aus S. Ja, und dann gilt, dass ich diese Umschreibung machen kann. Also statt jetzt zu sagen, aha, Kreuzprodukt und dann die Selektion, kann ich das Ganze umschreiben in einen Join. Ich habe also ein Kreuzprodukt rausgeschmissen durch so ein Join. Und der Join hat jetzt, also wenn das Join-Prädikat hier true ist, dann habe ich natürlich nicht viel gewonnen, weil die Komplexität, also die Größe der Ausgabe von R und S ist natürlich immer noch quadratisch in der Größe der Eingaben. Aber normalerweise ist das nicht so. Entlang von Fremdschlüsselbeziehungen sind die Ergebnisse eines Joins immer viel kleiner. Und insbesondere die Berechnung des Joins ist immer schneller als quadratisch. Also zumindest für solche Ausdrücke. Also ein typischer Join hat eine Laufzeit von O von N oder O N log N. Das sind die großen Komplexitätsklassen für Join-Algorithmen, aber nicht O N Quadrat. Also wir sind viel, im viel schnelleren Bereich. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich das dann später wirklich implementiere und diesen Join wirklich ausführe. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das in unserem Python funktioniert. Also hier ist wieder unsere Ausgangssituation. Ich male die jetzt nicht nochmal hin. Wir sind ja immer noch in der sequentiellen Reihenfolge. Und das führe ich mal aus. Und dann sind wir hier. Ja, also wir haben jetzt, Sie sehen hier, leuchtet es jetzt gelb auf. Vorher war es
dieses Kreuzprodukt und hier die Join-Bedingung. Und die Regel hat jetzt erkannt, ah, nee, hier, diese beiden, das ist ja genau, also jetzt ein Match gegeben von dieser Regel, die erkannt hat, oder ist ein Join-Prädikat direkt gefolgt von dem Kreuzprodukt, dann schreibt doch den Baum folgendermaßen um. Nehme hier ein Join und der Join bekommt als Parameter genau dieses Join-Prädikat. Und wenn ich das in einem Operator habe, dann kann ich an dieser Stelle algorithmisch andere Sachen machen, die einfach viel schneller sind. Das ist diese Regel Replace by Join, wie sie im Notebook heißt, beziehungsweise hier die Regel 4. Ja, soweit würde ich erstmal sagen. Wir machen, es ist jetzt Punkt 11 Uhr und wir machen wieder 10 Minuten Pause. Sie können gerne Fragen stellen in Frag jetzt, beziehungsweise bin ich auch auf Discord, wenn Sie Fragen haben. Und um 10 nach 11 geht's weiter. Bis dann.
Okay, damit machen wir weiter. Eine Frage hat es gegeben in Frag jetzt. Kommt es beim Aufteilen von Konjunktionen und nachfolgenden Predicate Pushdown auf die Reihenfolge auf Konjunktionen an? Wenn P runtergedrückt werden könnte. Ja, das mache ich ja gerade deswegen. Ja, also hier, wie gesagt, ich hatte es kurz erwähnt, ich kann hier auch das so aufteilen, dass ich sage, ich mache erst die Selektion über Q, so wie hier es gemacht ist auf der linken Seite. Also hier erst Q und dann P. Ich kann es aber auch anders machen. Ich kann erst sagen, erst die Selektion über P und dann über Q. Ist völlig egal. Ich habe die nur ineinander geschachtelt und auseinander ausgerollt. Was jetzt aber passieren kann, ist, dass ich in dieser Situation zum Beispiel vielleicht nur P runterdrücken kann. Vielleicht bleibt Q hängen. Ich kann es nicht weiter reindrücken in diesen Teilausdruck. Also wenn dieser Teilausdruck insbesondere ein komplexerer Ausdruck ist und nicht nur einfach eine Basisrelation, kann es hier passieren, dass Q hängen bleibt. Ich kann es nicht weiter runterdrücken. P kann ich aber weiter runterdrücken. Ja, und das spielt dann keine, das macht keinen Unterschied, ob P dann, ob dieses, diese Selektion im Prädikat P hier vorne steht oder da hinten. Das ist völlig egal. Ja, also ein guter regelbasierter Optimierer müsste in der Situation erkennen, oh, das kann ich runterdrücken, das andere bleibt aber stehen. Also spielt an der, macht an der Stelle überhaupt keinen Unterschied. Ne? Genau. Ja, genau, damit haben wir das beantwortet. Dann muss ich das noch löschen. So, damit machen wir weiter im Text. Wir waren. Also, wir haben den Join jetzt, also die Kreuzprodukte ersetzt durch einen Join. Hier waren wir, die Regel hat zugeschlagen und gesagt, wir können das ersetzen. Das war unsere Regel 4. Die hat Selektion und Kreuzprodukt zusammengesetzt. Und dann gibt es natürlich noch eine Regel, die mit den anderen binären Operatoren was macht. Und da werden Sie auch ein bisschen in der Übung drauf gucken. Das ist diese Regel 5, die sagt, Join, Vereinigung, Schnitt und Kreuzprodukt sind kommutativ und assoziativ. Also gegeben drei Relationen. Ich habe eine dieser Operatoren. Dann gilt, dass der Operator kommutativ ist. Also ich lese das jetzt mal als Join. Für die anderen gilt das auch. Ob ich erst den Join mache und R1 nach links schreibe oder R1 nach rechts, ist egal. Das Ganze ist kommutativ. Und das Ganze ist auch assoziativ. Ich kann erst R2 und R3 joinen und das Ergebnis mit R1 oder erst R1 mit R2 und das Ergebnis mit R3. Natürlich unter der Voraussetzung, dass da vernünftige Join-Prädikate definiert sind. Sonst geht das nicht. Ja? Sonst habe ich immer impliziten Kreuzprodukt. Und da werden Sie in der Übung ein bisschen drauf gucken, insbesondere um dann ein Union zu machen. Also wie entsteht denn Union? Ein Union entsteht dadurch, dass Sie eine Disjunktion aufbrechen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das hier, das könnten Sie ja durch ein Union ersetzen, indem Sie sagen, okay, ich breche diese Selektion auf. Also Sie müssen eine Regel schreiben, die diese Disjunktion aufbricht in zwei. Ja, was machen Sie? Überlegen Sie mal selber, was Sie da machen müssen. Ne? Also Sie können ja nicht einfach die hintereinander schalten, so wie hier, weil dann würde es sich ja verhalten wie eine Selektion. Sie müssen da irgendwie was anderes machen. Und ja, es hat irgendwas mit Union zu tun. Ne? Das machen Sie in der Übung. Ich gehe mal kurz runter und zeige Ihnen das. Hier, das ist so eine Regel, die Sie schreiben sollen. Also Break up Selections. Genau. Und da müssen Sie anbestellen, bestimmten Stellen Code einfügen und dann das implementieren, sodass das funktioniert. Ja, wir haben ja einen Test dafür geschrieben und dann sehen Sie, ob das funktioniert oder nicht. Das ist die Übung für dieses Mal. Genau. Ja. So, und jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Wollte ich Ihnen noch die Sache zeigen mit den Projektionen. Also wir hatten ja, das war diese andere Regel. Ich gehe nochmal zurück auf die Darstellung hier. Dann können wir es nebeneinander legen. Projection Pushdown. Das ist jetzt, also auf Deutsch, einfach das Einfügen von Projektionen. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist wieder der Zustand, in dem wir vorher sind. Und wenn ich da jetzt weitere Projektionen einfüge, dann kann ich das auch durch eine Regel machen. Die Projektionen sind in Blau, die sehen Sie hier. Und da passiert jetzt genau das, dass hier weitere Projektionen sind in Blau, die das Zwischenergebnis genau auf die Attribute reduzieren, die ich oben noch brauche. Also hier brauche ich nur die Director-ID im Join und ich brauche noch dieses Prop hier oben. Deswegen kann ich alles andere wegschmeißen. Das Genre, was ich hier zum Beispiel benutzt habe für diese Selektion, kann weg an dieser Stelle. Und
so kann ich das rekursiv einfügen. Das heißt, nach jedem Operator, der keine Projektion ist, kann ich eine zusätzliche Projektion einfügen. Hier an der Stelle sehen Sie einen Spezialfall. Hier müsste ich ja, könnte ich mir auch wieder überlegen, na, welche Projektionen füge ich denn hier ein? Also hier könnte ich auch, hier bin ich ja, hier erzeuge ich ja ein Schema, was nur noch die beiden Attribute hat. Das heißt, das Attribut ID und das Attribut LastName. An dieser Stelle wird gefiltert auf LastName. Jetzt könnte ich mir überlegen, oh, vielleicht brauche ich ja LastName gar nicht mehr. Also könnte hier wieder eine Projektion hin. Das macht hier aber wenig Sinn, weil ich brauche weiterhin beide Attribute. Sie sehen, oben wird noch LastName benutzt. Das ist Teil der Gesamtausgabe. Und die ID, dieser künstliche Schlüssel von Directors, wird ja auch benutzt. Das heißt, hier würde auch eine Projektion stehen auf ID und LastName. Das macht jetzt eigentlich keinen Sinn, das nochmal hinzuschreiben. Deswegen haben wir das hier weggelassen in der Implementierung. Genau. Ja, das ist Rule-Based Optimization. Und ja, spielen Sie ein bisschen rum mit dem Notebook. Dann, genau, eine Sache, die ich Ihnen noch zeigen wollte, war die folgende. Wo war die? Genau. Was passiert hier? Ne, warte mal. Müssen hier. So, das ist das Beispiel. Also wir haben hier ein einfaches OR, einfache Disjunktion. Und die könnte man ja umsetzen so, folgendermaßen. Also hier haben wir den Baum, den Sie erzeugen sollen, mal händisch hingeschrieben. Also diese Disjunktion kann man umsetzen durch einen Union, indem ich hier zwei Selektionen habe, die separat auf Directors Genre selektieren. Also ich habe hier die gleiche Relation zweimal benutzt. Einmal filtere ich auf Genre, dann filtere ich nochmal auf Prop größer 0,5 und dann mache ich einfach eine Union oben drauf und das ist das gleiche wie die Disjunktion oben. Und Sie sollen jetzt eine Regel schreiben, die das hier automatisch erkennt und transformiert in so einen Teilausdruck. Und wenn Sie das dann gemacht haben, und das wäre nächster Schritt der Optimierung, dann sollte natürlich irgendwann auch diese Ersetzung kommen. Ne? Also diese, das sind logische Operatoren, das ist eine logische Selektion, die müssen wir in einen physischen Operator übersetzen, in einem bestimmten Algorithmus. Und das kann man in der Bibliothek machen mit dieser Funktion CompilePlan. Das sehen Sie hier. Jetzt sind diese Ausdrücke auf einmal erweitert. Also hier steht jetzt nicht mehr nur Union, sondern hier steht Union underscore und dann der Algorithmus, der benutzt wird. Ja, bei der Selektion genauso. Da steht jetzt nicht mehr hier einfach nur Sigma und dann irgendwie, was ist dann mein Prädikat, sondern hier steht auch noch Sigma underscore und das ist der Algorithmus. Das können Sie mit diesem Compile-Plan machen. Da müssen Sie nichts machen in der Übung zu, das ist schon implementiert. Sie müssen einfach diese Umformung machen, dieses Rewrite, dieses Transformieren des Plans. Das ist das, was Sie in der Übung machen sollen. Ja, so viel dazu. Das war die Regel 5 im Text. Und dann machen wir weiter mit einem nächsten weiteren Schritt. Der kommt hier nach, wenn ich jetzt diese Regeln angewendet habe, iterativ, ist irgendwann fertig, dann okay, geht es irgendwie nicht mehr weiter. Man kann aber dann auch weitermachen mit einer anderen Art der Optimierung. Und die heißt kostenbasierte Optimierung. Und die übersetzt diesen logischen Plan in einen sogenannten physischen Plan. Ein physischer Plan heißt an dieser Stelle, insbesondere werden physische Operatoren eingebaut. Also Operatoren, die wirklich festlegen, welcher Algorithmus benutzt wird. Und gute Anfrageoptimierer, die zählen jetzt eine sehr große Zahl möglicher Pläne auf und versuchen, die Laufzeiten dieser Pläne zu schätzen. Also was hier passiert an der Stelle ist, und daher kommt dieses Kostenbasierte. Kosten ist hier ein anderes Wort für, ich habe irgendwie eine Vorstellung davon, wie lange dieser Plan läuft. Ich muss das irgendwie abschätzen. Und dafür habe ich mir ein Modell gebaut. Wir werden gleich viele verschiedene Modelle angucken, wie das funktionieren kann. Aber ich kann jetzt, wenn ich so einen Plan habe, den ich mir hier erzeuge, ich kann hier jetzt einen Schätzer bauen, der mir sagt, ha, der Plan dauert 12 Sekunden, der 7 Millisekunden und der dauert 3 Stunden. Und anhand solcher Abschätzungen kann ich natürlich eine Entscheidung treffen, welchen Plan ich letztendlich ausführe in meinem System. Und das ist ganz wichtig. Also diese Kostenmodelle, diese Schätzer, die sagen mir jetzt, für eine große Menge von Plänen, für eine große Menge von Kandidatenplänen, das ist der billigste. Ich schätze, dass das der billigste ist. Das ist ein bisschen wie Wettervorhersage. Das kann stimmen, muss es aber nicht.
Ja, aber ich verlasse mich mal hier auf die Wettervorhersage, auf die Kostenvorhersage und nehme einfach da den, wo ich denke, da scheint die Sonne am längsten. Ne? Also der wird am schnellsten ausgeführt. Und also ich führe den Plan aus, bei dem ich erwarte, dass er die kürzeste Laufzeit hat, beispielsweise in so einem Optimierer. Ja, wie geht das? Also dafür müssen wir jetzt erstmal noch mal ein paar Grundbegriffe uns angucken. Das erste ist der Begriff Selektivität. Der ist sprachlich ein bisschen grisselig, weil er genau das Gegenteil von dem bezeichnet, was man eigentlich typischerweise spontan darunter versteht. Das ist ein bisschen irreführend. Deswegen habe ich es Ihnen nochmal ganz genau hier hingeschrieben, damit Sie nicht durcheinander kommen. Also definiert ist es folgendermaßen: Selektivität bezeichnet für einen unären Operator, also eine Eingabe, das Verhältnis der Größe der Ausgaberelation zur Eingaberelation. Also ich zähle die Tupel in der Eingaberelation, das was hier im Nenner steht, und die Anzahl der Tupel in der Ausgaberelation, was im Zähler steht, muss kleiner gleich 1 sein, logischerweise, und das ist die Selektivität. Also die Selektivität ist immer zwischen 0, also einschließlich 0 und einschließlich 1. 1 ist sie, wenn alle Tupel selektiert werden, wenn kein Tupel verloren geht. Und 0 ist sie, wenn, ja, wenn kein Tupel in der Ausgaberelation ist. Und hier ein paar Beispiele dazu. Also stellen Sie sich vor, hier eine Relation R, die hatten 1 Million Tupel und wir haben zwei verschiedene Selektionen darauf. Die eine Selektion P, die kriegt diese 1 Million Tupel rein und da kommt 1000 Tupel raus. Ja? Und diese Selektion Q, die kriegt auch 1 Million Tupel rein, da kommen 500.000 raus. Was sind jetzt die Selektivitäten von P und Q? Wenn wir uns erstmal P angucken, also wir schreiben unten hin Anzahl der Tupel in R, wir schreiben oben hin Anzahl der Tupel im Ergebnis des Operators, das ist das hier, das sind ja die 1000. Ja? 1000 Tupel kommen aus dieser Selektion raus. Dann habe ich hier den Bruch 1000 durch 1 Million. Das sind genau 0,01 oder 0,1%. 1 Promille. 1 Promille der Tupel überleben die Operation. 1 Promille der Tupel sind noch in der Ausgabe dieser Selektion vorhanden. Und dann spricht man von einer hohen Selektivität. Also dieser Bruch hat einen kleinen Wert und wir sagen, es ist eine hohe Selektivität. Das ist die Verwirrung. Hohe Selektivität heißt, da wird ganz viel aussortiert, nur ganz, ganz wenige Tupel werden weiterverarbeitet. Also viele Tupel fallen weg bei der hohen Selektivität. Das ist das, was hier passiert. Und das Gegenteil ist der Fall bei der geringen Selektivität. Also der Selektionsoperator hier, der kann nicht viele Tupel wegwerfen. Das passiert hier. Wir haben hier die Selektion über Q, ja, das sind 500.000 Tupel, geteilt durch 1 Million sind 0,5. Also 50% der Tupel sind immer noch vorhanden in der Ausgabe dieser Selektion. Ja, nur die Hälfte ist weggefallen, die andere Hälfte ist noch da. Hier sind halt 99,9% weggefallen, hier sind nur 50% weggefallen. Ja, das ist ein Unterschied und der ist wichtig, im Folgenden das zu verstehen. Also, dafür brauchen wir erstmal noch die andere Regel. Die hatte ich eben schon gesagt. Das kommt auch direkt aus der Regel 3 und dem Kommutativgesetz der Boolschen Algebra. Ich kann das alles durchtauschen, wie ich lustig bin. Also, ob ich erst eine Selektion mache mit Prädikat Q und dann auf P oder erst auf P und dann auf Q, alles völlig egal. Ja? Sie können da 10 verschiedene Selektionen haben, miteinander geschachtelt, können sie alle durchtauschen bei Konjunktionen, alles gut. Aber auch wenn das jetzt natürlich logisch äquivalente Ausdrücke sind, macht es doch einen Unterschied bei der Berechnung. Und deswegen müssen wir da drauf gucken. Wir nehmen wieder das gleiche Beispiel. Wir haben wieder diese Relation R. Wir haben wieder das gleiche Prädikat mit der hohen Selektivität. P ist hochselektiv. Q hat nur eine geringe Selektivität. Und dann gucken wir uns mal, was passiert, wenn ich jetzt so einen Ausdruck mache. Also hier haben wir die Reihenfolge. Ich mache erst Q und dann P. Und hier ist es genau umgedreht unten. Hier sage ich immer erst P und dann Q. Also, wir machen jetzt erstmal Q. Das heißt, hier filtert Q erstmal, kriegt 1 Million Eingabetupel und hat als Ausgabe 500 Millionen Ausgabetupel. Jetzt müssen alle diese 500 Millionen Ausgabetupel nochmal in den zweiten Operator, in diese Selektion mit P rein. Das heißt, diese Selektion muss jetzt nochmal die 1/2 Million Eingabetupel angucken. Das heißt, in der Summe werden hier 1,5 Millionen Tupel überprüft. Ja? Dieser Operator guckt 1 Million Tupel an,
Der zweite Operator in der Reihenfolge guckt nochmal 500.000 Eingabetupel an. Das heißt, 1,5 Millionen Tupel werden hier überprüft. Und das führt ja schon zu sowas wie Kosten. Ja? Also das ist der Aufwand, ja? Ganz, ganz lose und grob gefasst. Wir werden das gleich verfeinern. Das ist der Aufwand für diesen Vergleich, wenn ich den in der Reihenfolge mache. Wenn ich ihn andersrum mache, sieht es folgendermaßen aus. Ich könnte ja sagen, okay, nee, ich mache erstmal P. So, und jetzt werden diese 1 Million Eingabetupel angeschaut. Da kommen 1000 Ausgabetupel raus. Und der zweite Operator, der muss jetzt ja nur noch 1000 Eingabetupel angucken, statt 500.000 wie hier oben. Also hier war dieser Operator sehr, sehr viel selektiver. Der hat die Eingabe schon so stark reduziert, dass ich hier im zweiten Operator, der auf Q selektiert, nur noch 1000 Eingabetupel angucken muss. Ja, das heißt, in der Summe habe ich eigentlich nur 1.100.000 Tupel überprüft. Und das ist natürlich deutlich weniger als diese 1,5 Millionen. Und diese Zahlenverhältnisse, die können natürlich ganz anders aussehen. Die können viel, viel extremer sein. Und spielen aber eine Rolle, wenn ich mir Gedanken darüber mache, hey, was sind die Kosten? Also wenn ich mir irgendwann die Entscheidung habe, einem Anfrageoptimierer, ich weiß, rein logisch ist das hier das Gleiche wie das. Aber wie führe ich denn jetzt aus? Mache ich erst das oder mache ich erst das? Diese Entscheidung müssen Sie treffen. Und wenn Sie dann eine gute Entscheidung treffen, haben Sie hier mal eben fast 500.000 Vergleiche gewonnen. Ja? Also das sind Entscheidungen, die wir treffen müssen im Anfrageoptimierer. Und das ist dann nicht immer so ganz einfach. Aber allgemein führt das zu dem Begriff des Kostenmodells. Und was ist jetzt so ein Kostenmodell? Ein Kostenmodell schätzt für einen gegebenen Teilplan, also ein Teilbaum, um im Operator Tree oder im Operatorbaumodell zu bleiben, die Ausführungskosten mithilfe eines geeigneten Modells ab. Ja, für beliebige Pläne P definieren wir hierfür jetzt eine Kostenfunktion, die abbildet von so einem Plan, den ich da reingebe, und der gibt mir irgendeinen Wert zurück. Dieser Wert muss nicht Laufzeit sein. Das kann noch andere Sachen sein. Erstmal ist das nur irgendein Float, ja, oder ein Integer, wie Sie wollen. Können Sie definieren, wie Sie lustig sind. Ganz allgemein erstmal nur ein Float. Irgendeine Zahl bildet der ab, die Kosten irgendwie, also die, meistens ist es eine Laufzeit, aber es ist erstmal ganz abstrakt irgendein Wert dafür, was ich bezahlen muss, wenn ich diesen Plan ausführe. Genau. Und was ich jetzt in dem Beispiel oben gemacht habe. Ja, was haben wir denn hier gemacht? Ich habe hier argumentiert über Zwischenergebnisse. Ich habe gesagt, okay, dieser Operator, der erzeugt ein Zwischenergebnis der Größe 500.000. Dieser Operator erzeugt ein Zwischenergebnis der Größe 1.000. Also hier gab es einen Unterschied bei der Größe der Zwischenergebnisse. Und genau darüber kann ich mir ein Kostenmodell bauen, indem ich sage, okay, ich definiere als mein Kostenmodell für einen beliebigen Ausdruck die Summe über die Kardinalitäten der Ausgaberelation aller Operatoren in P. Ja, die Summe über die Kardinalitäten der Ausgaberelation aller Operatoren in P. Kardinalitäten sind die Anzahl der Tupel. Also dieses Modell, wenn ich das jetzt so umsetze, 1:1, heißt das folgendermaßen, ich müsste jetzt zusammenrechnen, was ist denn die, also man muss jetzt ja an der Stelle, muss man sich mal entscheiden, ob die Basisrelation, die ich benutze, auch, ob ich die Kardinalität mit aufzähle. Ups, sorry, so, muss in die Richtung. Ja, also ich könnte jetzt meine Funktion so definieren, dass ich sage, die Summe der Tupel in R plus die Summe der Tupel, die aus der Selektion, aus dieser Selektion rauskommen, plus die Summe der Tupel, die aus dieser Selektion rauskommen. Ja, so könnte ich das definieren. Und hier genauso Summe der Tupel von R, Summe der Tupel von dieser Selektion plus Summe der Tupel von dieser Selektion. Ja, und da sehen Sie natürlich, das ist eigentlich nur an einer Stelle interessant, nämlich hier zwischen. Ja, ich interessiere mich eigentlich nur dafür, was hier, wie viele Tupel gehen in den äußeren Operator rein. Weil natürlich ist das Ergebnis dieses Gesamtausdrucks genauso groß wie das Ergebnis dieses Gesamtausdrucks. Und natürlich hat das R hier 1 Million Tupel und da unten hat es auch 1 Million Tupel. Ja, also da wird sich nichts dran ändern. Natürlich, wenn ich das so definiere, habe ich auch den Effekt, dass natürlich die Summe über alle in diesem Fall auch kleiner ist als hier. Ja, aber es ist die Frage, ob ich wirklich das Gesamtergebnis auch mit reinnehmen ins Kostenmodell. Also es gibt ja noch Feinheiten, wie man das definieren kann. Nur die Grundidee ist, ich gucke mir die Größe der Zwischenergebnisse an. Das ist eine Möglichkeit.
Und das ist eine Vereinfachung, wie bei vielen Modellen. Also ich habe hier nicht berücksichtigt sowas wie die Kosten für den einzelnen Operator. Denken Sie wieder ans Kreuzprodukt, quadratische Komplexität. Ja, habe ich jetzt ein Kreuzprodukt habe mit quadratischer Komplexität oder ein Join mit einer besseren Komplexitätsklasse, das habe ich hier gar nicht berücksichtigt. Ich habe nur gezählt, was sind die Anzahl der Tupel in der Ausgabe. Ich habe zum Beispiel auch nicht gezählt, wie lange es dauert, auf bestimmte Daten zuzugreifen. Also ich habe ja völlig ignoriert, ja, muss ich die Daten aus dem Netzwerk lesen? Kommen die aus USA oder aus Singapur oder kommen die von der SSD oder von einem Bandlaufwerk? Das habe ich hier nicht berücksichtigt. Das wird von so einem einfachen Kostenmodell über die Zwischenergebnisse nicht berücksichtigt. Ne? Also aufpassen, ich habe ja Vereinfachungen gemacht wie in jedem Modell. Aber in Datenbanksystemen sieht man, dass man mit so einem Kostenmodell schon sehr, sehr weit kommen kann. Und ich habe Ihnen jetzt mal, um das zu illustrieren, noch ein paar andere Kostenmodelle hier aufgemalt, weil man kann natürlich ein Kostenmodell relativ beliebig definieren. Ich könnte zum Beispiel sagen, ja, nee, mein Kostenmodell ist nicht die Anzahl der Zwischenergebnisse, mein Kostenmodell sind die sogenannten I/O-Kosten. Das heißt, die Zugriffszeiten, die ich habe, um auf die Speicherhierarchie zuzugreifen. Ja, Speicherhierarchie, Festplatte, SSDs, DRAM, alles, wo irgendwo Daten abgelegt werden, insbesondere auch Netzwerk, Internet. Ja, Sie laden irgendwas von, weiß ich nicht, Amazon, Google Drive, was auch immer, irgendein Server, irgendwo in der Welt laden Sie Daten runter. Das sind die sogenannten I/O-Kosten, die Input-Output-Kosten. Und die können sich sehr stark unterscheiden. Ne? Typischerweise, je weiter weg so ein Rechner ist im Netzwerk, desto teurer ist es typischerweise. Hängt an vielen Parametern. Bestimmte Speichermedien sind langsamer, eine Festplatte ist langsamer als eine SSD, eine SSD ist langsamer als Hauptspeicher und so weiter und so fort. So könnte ich das auch modellieren, die Kosten für meine Anfrage. Wäre eine Möglichkeit. Und viele Datenbanksysteme benutzen auch genau das. Was ich aber auch machen könnte, ich könnte sagen, nee, ich nehme die Gesamtlaufzeit als mein Kostenmodell. Also ich versuche wirklich zu schätzen, wie lange dauert denn dieser Plan? Wenn ich das wirklich jetzt ausführe, mein Programm, anhand dieses Plans, wann kriege ich das Ergebnis? Sind es 43 Sekunden, sind es 67 Sekunden oder 5 Millisekunden? Also das versuche ich zu schätzen. Und das ist leider beliebig schwer, weil man dann sehr, sehr viele Parameter berücksichtigen muss. Dann müssen Sie den kompletten Hardware- und Software-Stack berücksichtigen. Sie müssen genau wissen, wie lange Operationen laufen auf einem System. Und es ist schwierig. Ja? Das führt dann fast schon im Bereich Realtime-Systeme. Das macht man typischerweise nicht. Das ist der komplette Overkill. Braucht man auch nicht. Ne? Ein anderer wichtiger Faktor, ein anderes Kostenmodell, was man machen kann, ist der Energieverbrauch. Ja? Also gerade wenn es darum geht, also gerade bei Serverinstallationen, kurze Trinkpause. Also gerade Server haben das Problem, dass sie sehr viel Hitze erzeugen. Und da will man die teilweise so fahren, dass sie möglichst wenig Hitze erzeugen. Wenig Hitze, also wenig Energie heißt wenig Hitze. Sie wollen den Energieverbrauch verringern. Das erzeugt wenig Hitze und hat dann den Effekt, die Hitze müssen Sie auch nicht irgendwie wegkühlen. Also Hitze gibt es immer, also wenn Sie Energie verbrauchen in einem Data Center, haben Sie die Kosten immer mal zwei. Ja, Sie müssen den Strom bezahlen. Aus dem Strom wird letztendlich immer Hitze. Und diese Hitze müssen Sie wieder wegkühlen und dafür brauchen Sie wieder Strom. Ja, das sind immer doppelte Energiekosten. Das heißt, man könnte ja auch die Anfragepläne so bauen, dass ich sage, nee, ich will möglichst wenig Energie. Und dann sage ich, ich nehme meine Kosten sind die Energie, die benötigt wird, um den Plan auszuführen. Und das muss ich vernünftig abschätzen. Man sieht, dass das sehr stark korreliert ist mit der Gesamtlaufzeit, mit dem Aufwand, den ich treibe. Es gibt ein paar Feinheiten, aber oft ist das sehr, sehr stark korreliert. Das kann man machen. Ein weiteres wichtiges Modell ist, dass ich sage, nö, Hauptspeicher. Ja, ich bestrafe Pläne, die sehr viel Hauptspeicher, sehr viel DRAM oder Persistable RAM oder was auch immer benutzen. Das heißt, ich versuche Pläne zu erzeugen, die möglichst wenig Hauptspeicher verbrauchen. Das kann in der Situation Sinn machen, wo ich wenig Hauptspeicher habe oder wo viele Prozesse um den Hauptspeicher kämpfen. Kann es Sinn machen, dass ich so eine Restriktion habe. Und natürlich können Sie diese Kostenmodelle irgendwie auch zusammenschalten. Sie können sagen, ja, nee, also 20% sollte auf die I/O-Kosten Wert gelegt werden, Energieverbrauch so 30% und 50% Hauptspeicher. Also Sie können die mit Gewichten auch irgendwie kombinieren, um da hybride Kostenmodelle zu erzeugen. Ja. Genau, ja, so viel
erstmal dazu. Ich glaube, das überspringen wir kurz mehr. Nochmal, bevor wir weitermachen, wollte ich noch kurz was generell zum Thema Modell versus Realität sagen, weil das sehr oft in Wissenschaften auch durcheinander geht. Also sehr beeindruckend teilweise, was man in Diskussionen sieht. Es gibt diesen berühmten Satz: All models are wrong, but some are useful. Alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Und das hat damit zu tun, dass so ein Modell immer Sachen weglässt. Ein Modell ist eine Vereinfachung. Also bei unseren Modellen oben, wenn wir sagen, also Klassiker, ups, wenn wir mal zurückgehen zu dem Kostenmodell mit den Zwischenergebnissen, hat Ihnen ja gesagt, okay, wir lassen hier, wir nehmen nur die Zwischenergebnisse, die Größe der Zwischenergebnisse, aber wir lassen so viel weg. Wir haben hier weggelassen den Energieverbrauch, I/O-Kosten, Gesamtlaufzeit und Netzwerkkosten. Also die I/O-Kosten hatten wir schon, ne? Hauptspeicherverbrauch, alles andere, was in diesen anderen Kostenmodellen steht, haben wir ja weggelassen. Also wir haben sehr viel weggelassen. Wir haben abstrahiert. Wir haben uns konzentriert auf einen Aspekt oder wenige Aspekte der gesamten Realität. Und das passiert immer in Modellen. Also Modell ist immer eine Vereinfachung und deswegen ist ein Modell in gewisser Weise immer falsch. Ja, ein Modell ist immer gebaut mit einem bestimmten Abstraktionsziel im Hintergrund. Ja, sie bauen das Modell als Vereinfachung der Realität, um irgendwas besser zu verstehen, um irgendwas abzubilden. Und das funktioniert meist recht gut. Sie können dadurch Sachen verstehen. Das ist aber nicht dasselbe wie die Realität. Die Realität ist viel komplexer. Und also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, in der Chemie, das Atommodell. Ja? Atommodell, da gibt es Elektronen, Protonen, was auch immer. Ja? Und das ist ein Modell, das ist aber nicht die Realität. Sie müssen immer, wenn Sie jetzt über solche Modelle argumentieren, müssen Sie sich immer klar sein, ich rede über das Modell, rede über meine Vorstellung darüber, wie es ist in der Realität. Sie dürfen jetzt aber nicht sagen, das ist so. In der Realität sind da Positronen, in der Realität sind da Elektronen. Das ist eigentlich streng genommen falsch, weil Sie über ein Modell reden. Ne? Also wenn Sie dann, wenn Sie Physik und Chemie gehabt haben, die ganzen Widersprüche, die es da gibt, Welle-Teilchen-Dualismus und so, Quantenphysik, und da ist es immer gar nicht so klar, wie das alles so zusammenpasst und was jetzt wirklich die Realität ist. Es gibt verschiedene Sichtweisen auf die Realität. Und so ein Modell ist letztendlich nur eine Sichtweise. Ne? Und es ist wirklich sehr wichtig, dass man die beiden auseinanderhält in der Diskussion. Also Sie haben es zum Beispiel auch bei unserem Datenmodell, ja, die wir in ER gebaut haben. Wir haben ein Datenmodell, das bildet was ab aus der Realität. Ich habe bestimmte Sachen aufgenommen in das Modell, ich habe andere weggelassen. Ich habe Sachen vereinfacht und ich darf jetzt nicht die Realität mit dem Modell verwechseln, weil ich rede ja nur noch über die Abstraktion, das Modell, aber nicht mehr über die Realität. Ne? Und das heißt, es ist wirklich wichtig, dass Sie diese beiden Sachen nicht durcheinander bringen, gerade in einer wissenschaftlichen Diskussion. In einer wissenschaftlichen Diskussion entsteht typischerweise in Diskussionen das Problem, dass jemand sagt, das kann nicht sein, weil das meinem Modell widerspricht. Also ein Klassiker in der Physik ist die Newtonsche Physik. Ja, wenn Sie im Modell der Newtonschen Physik argumentieren, dann müssen Sie Einsteins Relativitätstheorie ablehnen, weil es diesem Modell widerspricht. Ja? Aber dann kam halt Einstein und hat gesagt, nee, im Großen und Ganzen stimmt das schon, aber in extremen Situationen, da kann man auch dieses und jenes noch beobachten und mein Modell verfeinert das und ändert auch ein paar Sachen. Und er hat ein neues Modell gemacht, er hat ein verbessertes Modell aufgestellt und das wurde dann auch natürlich experimentell dutzendfach belegt. Ja? Aber das ist wichtig, dass Sie immer gucken, also dass Sie nicht sagen, okay, weil das in meinem Modell einen Widerspruch erzeugt, ist diese Beobachtung falsch. Das ist schlechte Wissenschaft. Sie müssen immer gucken, aha, ich habe jetzt einen Widerspruch zu meinem Modell. Was heißt das? Ich habe was beobachtet, warum habe ich was beobachtet, was im Widerspruch zu meinem Modell steht? Das kann doch gar nicht sein. Ja? Da gibt es zwei Gründe. Entweder mein Modell ist nicht ausreichend, ich muss mein Modell erweitern, oder irgendwas stimmt mit der Beobachtung nicht. Ja? Ich muss nochmal überprüfen, ob die Beobachtung wirklich korrekt ist. Ne? Das heißt, letztendlich geht es in der Wissenschaft immer darum, Modell und Realität miteinander abzugleichen. Das ist wirklich extrem wichtig. Also kann man gar nicht oft genug unterstreichen. Ja, den Rest habe ich schon gesagt. Ja, nochmal Abstraktion, Denkprozess des Weglassens von Einzelheiten und des Überführens auf etwas Allgemeineres oder Einfaches. Das ist das, was in der Wikipedia steht. Gucken Sie sich das nochmal durch, um das so ein bisschen sprachlich auseinanderzukriegen. Ich finde es sehr, sehr wichtig und ich finde es immer schade, dass man das noch so oft sieht, dass das durcheinander gebracht wird. Genau.
Ja, jetzt gucken wir mal noch, was die Zeit macht. Ich zeige Ihnen noch jetzt mal die Picasso-Diagramme. Jetzt wird es noch ein bisschen bunter. Wie komme ich da hin? Da komme ich so hin. Gehen wir mal kurz runter. Picasso. So, das ist jetzt noch mal so ein bisschen kleines Schmankerl. Also, was ist jetzt das Problem mit so Kostenmodellen? Ist jetzt, ich zeige Ihnen vielleicht erstmal das Ergebnis, damit Sie eine Vorstellung haben, wo wir hinwollen. Sie können sich jetzt überlegen, dass Sie, wenn Sie so ein Kostenmodell haben und sich für einen bestimmten Parameterraum jetzt überlegen wollen, was ist denn mein schnellster Plan? Also stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Parameter. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Prädikate. Das habe ich hier unten mal abgetragen auf der X-Achse. Das ist die Selektivität des einen Prädikats P1. Und Sie haben die Selektivität des anderen Prädikats P2. Also von 0 bis 1. Beides geht von 0 bis 1. Und dadurch habe ich einen zweidimensionalen Raum aufgespannt. Und je nachdem, in welchem Bereich diese Selektivitäten jetzt liegen, kann ich mir überlegen, was ist der beste Plan unter einem gegebenen Kostenmodell. Und ich habe jetzt hier verschiedene Pläne, die sind alle farblich markiert. Wie die jetzt genau, was die machen, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Erstmal nur von der konzeptuellen Idee her. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, denselben logischen Plan umzusetzen durch einen physischen Plan, durch so ein Programm. Und mein Kostenmodell sagt mir ja als Schätzung, ja, an diesem Punkt ist es der Plan dunkelblau. An diesem Punkt ist es der Plan hellblau. An diesem Punkt ist es hellrot, da dunkelrot und so weiter und so fort. Das heißt, für jeden Punkt in diesem zweidimensionalen Parameterraum kann ich mir überlegen, was ist der beste Plan. Und das kann ich natürlich in beliebigen Dimensionen machen. Ich kann das auch, wenn ich drei Parameter habe, dreidimensional, vier, fünf, sechs, was auch immer ich für Parameter habe. Und wenn ich jetzt in zwei oder drei Dimensionen nur bin, also nur zwei oder drei Dimensionen habe, kann ich es noch grafisch halbwegs darstellen. Und das Ergebnis nennt man ein Picasso-Plandiagramm. Der Name kommt daher, dass es der Erfinder, der das sich ausgedacht hat, hat halt ge gedacht, hey, das sieht ein bisschen aus wie so ein Picasso, das ist sehr abstrakt, wie auch immer, hat er gesagt, das heißt jetzt Picasso-Plandiagramm. Und die sehen so aus. Ja? Und da haben wir jetzt nochmal ein Notebook gemacht, mit dem, wo ich Sie auch mal einlade, damit ein bisschen zu spielen. Das heißt einfach Picasso. Und da können Sie solche Picasso-Plandiagramme erzeugen. Das heißt, was Sie machen ist, Sie simulieren jetzt de facto, was so ein kostenbasierter Optimierer macht. Das heißt, ich habe jetzt hier verschiedene Kostenmodelle definiert. Und da fange ich zunächst an, dass ich mir Basisoperationen definiere. Also hier habe ich zum Beispiel Scan und Compare. Das heißt, ich lese sequenziell durch die Tupel und mache einen Vergleich pro Tupel. Das hatten wir eben schon. Ne? Also eine Selektion kann man typischerweise so implementieren, was immer die Eingabe ist. Ich gucke mir jedes Tupel einzeln an, gucke, ob das Prädikat sich matcht. Wenn es matcht, dann gebe ich das Ergebnis raus. Und das ist praktisch eine Möglichkeit jetzt, die ich hier habe. Hier ist eine Variante davon, dass ich sage, ich mache zwei Vergleiche. Also ich könnte, das passiert ja in der Konjunktion typischerweise, ja, wenn ich jetzt sowas habe wie A und B, hätte ich ja zwei Vergleiche. Ich nehme, gucke mir das Tupel einmal an und mache die zwei Vergleiche, einmal auf A und einmal auf B. Dann ist natürlich hier eine partielle Auswertung, kann ich hiermit modellieren. Ich kann sagen, okay, das erste gucke ich mir in jedem Fall an. Aber nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit muss ich mir das zweite noch angucken. Ja, also das hängt jetzt ab von der Selektivität. Das heißt, nur wenn das erste überhaupt gematcht hat, muss ich das zweite angucken. Ja, wenn das erste nicht matcht, dann gilt ja eine Konjunktion, partielle Auswertung. Ich kann abbrechen und weitermachen. Aber wenn es matcht, muss ich das zweite angucken. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, das ist dieses Prop, muss ich das zweite überhaupt angucken. Also das ist praktisch die Wahrscheinlichkeit, dass das erste matcht. Nur dann muss ich das zweite noch angucken. Ja, eine andere Sache, die Sie kennen, ist natürlich eine binäre Suche. Ja? Datenstrukturen und Algorithmen, einfach ein binärer Suchbaum, wo dann eine binäre Suche auf einem sortierten Array, auf einer sortierten Sequenz, kann ich mir auch überlegen, wie lange das kostet. Das führt natürlich zu irgendwelchen logarithmischen Kosten. Und hier sind jetzt einfache Kostenfunktionen dafür hingeschrieben. Das heißt, das sind verschiedene Arten,
diese Selektion auszuwerten, vier verschiedene Arten, habe ich hier die Kostenmodelle hingeschrieben. Und der einzige Parameter, der drin steht, sind immer die Anzahl der Tupel, die da oben reinkommen. Plus hier noch die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt das zweite Tupel angucken muss. Ja? Okay. So, das mache ich jetzt mal. Hier ist die Anzahl der Tupel über die Tabellengröße modifiziert. Das hätte man auch anders machen können an der Stelle. Ja? Also, okay, da können wir nochmal drüber. So, und jetzt machen wir hier einen logischen Plan. Der sieht so aus. Und die Frage ist jetzt natürlich, mache ich zuerst P oder mache ich zuerst Q? Und hier haben wir jetzt nochmal verschiedene Pläne ausgerollt, die das machen. Also es basiert praktisch jetzt auf den oberen Kostenfunktionen. Und was man damit machen kann, ich will es jetzt gar nicht im Detail zeigen, können Sie sich jetzt natürlich aufzählen für jeden Punkt des Parameterraums, was ist der beste Plan. Also Sie können das einfach stupide ausrechnen, die verschiedenen Pläne, die Sie ja haben. Im Grunde ist die einfachste Art, das zu berechnen, zu sagen, okay, ich habe ja für jeden Punkt in diesem zweidimensionalen Parameterraum, kann ich ja alle sieben Pläne, die ich hier habe, kann ich mir mal ausrechnen, was die Kosten sind. Also ich kann die Schätzung ausrechnen und ich nehme immer nur das Minimum. Der Plan, der die geringsten geschätzten Kosten hat, der wird hier hingemalt mit der Farbe. Ja, das macht der ganze Algorithmus hier an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt beide Selektivitäten entsprechend variiere, dann kann ich damit natürlich solche Kurven ziehen wie hier. Also hier habe ich einfach nur mal die Selektivität von P abgetragen und dann kriegen Sie solche Liniendiagramme, wie Sie vielleicht schon mal gemacht haben für andere Datenanalysen. Da sehen Sie, dass es hier Überschneidungen gibt. Und hier konnte ich natürlich jetzt auch sagen an dieser Stelle, okay, wenn ich nur so ein eindimensionales Diagramm habe, interessiert mich jetzt immer die Kurve mit den geringsten Kosten. Also das wäre jetzt hier blau, also hier hätte man die Farbe blau bis hier. Dann gibt es eine Überschneidung, hier wäre die Farbe rot am billigsten, hier wäre die Farbe lila am billigsten, beziehungsweise die Pläne, die dahinter stehen. Also hier oben ist der Plan, der einfach nur die Daten scannt am schnellsten. Und hier sind Pläne am schnellsten, also rot und blau sind jeweils Pläne, die eine Indexstruktur, eine Datenstruktur benutzen, um diesen Filter auszuführen. Und das kann ich natürlich jetzt auch entlang von zwei Selektivitäten machen. Genau das haben wir hier gemacht im Notebook. Dann können Sie genau solche Pläne, ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber Sie sehen hier, im Grunde ist das hier die ganze Idee von dem, in Anführungszeichen, Algorithmus, dass ich über diesen Parameterbereich iteriere, quadratisch, also mit so einer genesteten Schleife und dann einfach den besten Plan mir für diese gegebenen Selektivitäten, also das ist praktisch der Punkt in dem Parameterraum, berechne ich mit dieser Funktion den besten Plan und dann kriege ich einen optimalen Plan und kann damit die Farbe berechnen. Ne? Und das Ergebnis sieht dann so aus. Genau, dauert ein bisschen, sind quadratische Kosten, das ist genau das, was da links auch steht. Und das sind wichtige Werkzeuge, um zu verstehen, wie mein kostenbasierter Optimierer funktioniert. Also Sie können, wenn Sie sich ein Kostenmodell überlegen, sich anschauen, was der Entscheidungsraum ist eines kostenbasierten Optimierers. Also Sie können entlang der Parameter im Grunde Ihren Anfrageoptimierer debuggen visuell und schauen, aha, an dieser Grenze, da schaltet er um auf den roten Plan. Macht das denn Sinn? Ja, mein Kostenmodell sagt, ich soll da umschalten, aber stimmt das mit der Realität überhaupt überein? Macht das irgendeinen Sinn? Und der Witz ist natürlich, wenn Sie jetzt anfangen, Sie können das mit dem Kostenmodell machen, aber Sie können das ja auch mit dem echten Plan machen. Ja, also Stichwort Vergleich Modell und Realität. Gehen wir mal zurück. Hier war das. Verwechseln Sie niemals Modell und Realität. Gleichen Sie regelmäßig Modell und Realität ab. Ja, genau das machen wir nochmal. Also Sie können jetzt auch sagen, dass Sie, gehen wir zurück. So, Sie könnten, das hier habe ich ja auf dem Modell gemacht. Jetzt könnte ich das gleiche Ding auch mal malen mit der Realität und mir überlegen, ob die Kosten wirklich immer am billigsten sind bei diesen bestimmten Plänen. Und wenn man das macht, dann sieht man gerade in den Grenzbereichen manchmal, dass da falsche Entscheidungen getroffen werden vom Optimierer. Also es ist ein visuelles Tool, um Ihren Anfrageoptimierer zu debuggen und hat den Nebeneffekt, dass es noch wirklich sehr schön aussieht. Ja, spielen Sie mal mit rum. Also ich fand es genial, tolle Sache. Da sieht man mal was in so einem Anfrageoptimierer. Genau, ja, damit sind wir dann auch
fast fertig. Es kommt noch Coderzeugung hinzu. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten, wie ich jetzt von diesem physischen Plan auf einen zu einem ausführbaren Code komme. Ich habe das ja eben kurz schon angedeutet in dem Notebook Rule-Based Optimization. Hier bei der Übung, die Sie machen sollen, haben Sie gesehen, wenn ich da Compile Plan aufrufe, dann kriegen Sie einen Plan, der jetzt physische Operatoren hat. Hier steht der Algorithmus dran. Das ist in diesem Notebook in Python sehr, sehr einfach umgesetzt. Also wir haben hier eine 1 zu 1 Umsetzung implementiert. Das heißt, wenn hier der logische Operator Union steht, beispielsweise machen wir das immer nach Union Hash-Based. Ja, wenn hier Selektion steht, machen wir das immer nach Selektion Scan-Based. Das ist eine 1 zu 1 Umsetzung. Das machen wir in der Realität. Das ist in der Realität natürlich viel, viel komplexer und da kann man viel mehr machen. Langes Thema, das ist mehr was für die Stammvorlesung. Wir haben es nur hier mal gemacht, damit Sie mal sehen, wie es prinzipiell funktioniert und dass man wirklich einen physischen Plan hier erzeugen kann an dieser Stelle. Ja, das hatte ich gezeigt. Hier ist nochmal ein größerer Ausschnitt. Hier ist ein Beispiel, wie man einen Indexzugriff gemacht hat. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das in der alten Version oder in der neuen Version drin ist. Also hier, das ist ein, okay. Also hier haben wir eine Umsetzung gemacht für die Selektion. Hier sehen Sie ein Beispiel nochmal für die Selektion, wie ich eine Selektion auf zwei verschiedene Arten umsetzen kann. Also Sie haben in dem Beispiel hier, sehen Sie ja, dieses Scan-Based wurde hier umgesetzt durch, also die Selektion wurde umgesetzt durch einen Scan, jedes Tupel inspizieren, die Tupel, die sich qualifizieren, werden ausgegeben. Aber hier ist jetzt mal ein Beispiel, wie man das halt auch anders machen kann und wie es in der Realität auch gemacht wird in einem Datenbanksystem. Da gibt es einen sogenannten Index hier auf dieser Relation. Index ist einfach irgendwie eine Datenstruktur. Kann eine Hash-Tabelle sein, wie ein näherer Suchbaum. Bei uns heißen die B-Bäume meistens. Irgendeine Datenstruktur, die es Ihnen hilft, nicht alle Tupel linear zu durchsuchen, sondern schneller. Ja, irgendwas mit Log n oder sogar O von 1. Genau. Und dann können Sie so eine Selektion auch anders umsetzen. Das sehen wir hier. Also wir haben hier beides mal, wir haben zwei verschiedene logische Operatoren hier an dieser Stelle. Dieser logische Operator wurde durch einen Scan umgesetzt, aber dieser logische Operator wurde durch einen Indexzugriff umgesetzt. Ja, also hier wird auf den Index zugegriffen, der hier existiert und der dann diesen Zugriff hier macht. Und ich glaube, ich habe die Indexe oben ausgeschaltet. Ich könnte mal probieren, ob das funktioniert. Ich glaube, das war mein Fehler vorhin. Ja, ich habe die Indexe ausgeschaltet. Ja, wir machen nochmal das Notebook von vorne. Kernel, Restart und Clear Output. Nee, warte mal. Wir machen mal Kernel, Restart and Run All. Warte mal, schlauerweise sollte ich die mal erst aus kommentieren. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Kernel, Restart and Run All. Das sieht gut aus. So. Gucken wir mal, wo das passiert. Hier hat er keine Umsetzung gemacht. Also werden jetzt zumindest die Indexe angezeigt. Und wenn geeignetes Prädikat da ist, dann würde das auch benutzt werden, typischerweise. Weiß ich nicht, warum es nicht funktioniert, Vorführeffekt. Also hier sind alle Selektionen noch so umgesetzt. Hier haben wir ein Beispiel. Na, Sie, genau, hier haben wir bei Union-Beispiel praktisch in Ihrer Übung. Da sehen Sie, jetzt hat er hier erkannt, no. Hier habe ich einen Index gebaut auf diesem Schlüssel. Also ich kann anhand von Genre, ich kann direkt eine Anfrage machen an den Index. Der Index gibt mir zurück nur die Tupel, wo das Genre gleich Mystery ist. Und genauso habe ich hier die Selektion umgesetzt. Und das heißt, ich muss nicht mehr alles scannen. Ich muss nicht mehr alles scannen in linearer Zeit, sondern kann direkt in die Tupel da rausholen mit relativ geringen Kosten aus dem Index. Und das ist hier auf der rechten Seite auch passiert. Hier hat er gesagt, okay, Probability größer 0,5. Also hier sind zwei Indexe erzeugt worden, einmal auf Genre und einmal auf Probability. Das ist das, was in dieser Zeile steht, die ich auskommentiert hatte am Anfang. Ja, diese Zelle 4 ist das. Hier wurde so ein Index erzeugt auf den Relationen, einmal auf dem Attribut Genre, einmal auf dem Attribut Probability. Und die können dann auch bei dieser Anfrageverarbeitung ausgenutzt werden. Nur mal, um Ihnen zu zeigen, dass man auch einen logischen Operator auf verschiedene Arten umsetzen kann im physischen Plan. Ist auch ein langes Thema, machen wir auch ganz viel in der Stammvorlesung noch zu.
Ja, das war's heute zum Thema regelbasierte Optimierung. Ein bisschen haben wir angefangen mit der kostenbasierten Optimierung. Also wie gesagt, ich gehe am besten noch mal kurz zurück hier. Das ist ja das große Ganze hier, was wir angeguckt haben. Und wir werden nächste Woche Donnerstag noch mal stärker einsteigen in diese kostenbasierte Optimierung. Da gibt es jede Menge Fallstricke und interessante Möglichkeiten, um das schnell zu machen, um es effizient zu machen. Gibt es ein paar schöne Algorithmen, die wir angucken werden, insbesondere mit dynamischer Programmierung. Genau, da machen wir weiter. Soweit von meiner Seite. Da kommt noch eine Frage rein, die guckt man natürlich an. Was ist die Frage? Kostet es nicht mehr, schon mehr, die Zwischenergebnisse zu berechnen, um herauszufinden, welche Selektionsreife es ist? Moment, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also das Kostenmodell berechnet nichts. Es wird nichts ausgeführt in der Anfrage. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich gehe nochmal auf die Folie. Wo waren wir denn? Also beginnen mal vielleicht hier. Ich glaube, da passt es ganz gut, um das zu erklären. So ein Kostenmodell, das führt nicht Teile der Anfrage schon aus. Das ist der ganze Witz dabei. Es gibt auch Verfahren, die da dann Teile ausführen. Aber erstmal so die reine Lehre, die ich Ihnen hier beibringe, ist: Ein Kostenmodell gibt mir eine Schätzung für die Kosten eines Plans, ohne den Plan auszuführen. Wenn ich den Plan schon ausführe oder einen Teil davon ausführe, dann habe ich ja schon die Arbeit gemacht, die ich eigentlich abschätzen will. Das will ich ja nicht machen. Ne? Stellen Sie sich so vor, Sie wollen zum Supermarkt gehen. Sie wissen, da gibt es drei Supermärkte in der Nähe. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in, weiß nicht, Nauwieser Viertel. So, zu welchem Supermarkt gehen Sie? Real, Mainzer Straße. Gehen Sie zum, nicht Real, Edeka, glaube ich, ist auch egal. Edeka, Mainzer Straße, Real in Schafbrücke oder Real in Kaiserslautern. Das sind jetzt verschiedene Kosten mit verbunden. Nach Kaiserslautern zu fahren, das dauert ein bisschen, ist echt weit, ja. Schafbrücke ist auch irgendwie ja, ein bisschen weiter. Aber da Mainzer Straße, okay, das kann man machen. Da kann man sogar zu Fuß hingehen aus dem Nauwieser Viertel. Und Sie wollen jetzt die Kosten abschätzen. Kosten im Sinne von, wie lange dauert dann das Einkaufen? Oder vielleicht sogar, was kostet das? Vielleicht ist der eine Supermarkt billiger als der andere. Sie wollen das aber machen, ohne da erst hinzugehen. Natürlich können Sie hingehen zu allen drei Supermärkten, den Einkauf machen und Sie stoppen einfach die Zeit und gucken sich einen Kassenbon an und wissen Sie, was Sie bezahlt haben. Das kann jeder. Das ist ja einfach. Ja? Einfach mal hingehen, die Zeit stoppen, gucken, wann sie wieder da sind. Das sind ihre Kosten. Das sind die realen Kosten, die sie gehabt haben und beobachtet haben. Darum geht es hier aber nicht. Es geht hier darum, das Ding zu schätzen, vorher, bevor sie das ausführen. Und das macht das Ganze schwierig. Sie wollen vorher wissen, ich brauche so lange, um zu dem Supermarkt zu fahren und wieder zurück. Und dann ist da noch Stau, dann komme ich nicht zurück, der Bus fällt aus, dann habe ich mein Portemonnaie vergessen, muss nochmal zurück nach Hause. All diese Sachen. Ja, oder der eine Supermarkt hat keine Milch, muss nochmal zum anderen rennen. Also es wird beliebig komplex. Und genauso ist Anfrageverarbeitung, weil ja, man hat ein einfaches Modell, stellt sich das so vor, aber die Realität ist was völlig anderes. Da passiert was ganz anderes. Deswegen ganz wichtig, Kostenmodell läuft typischerweise über irgendwelche Statistiken, dass ich mit Hilfe bestimmter Statistiken abschätzen kann, wie lange meine Anfrage läuft. Oder ich habe so eine Art Erfahrungsdatenbank, das gibt es auch, diesen Ansatz, dass ich weiß, ich habe jetzt schon meine Millionen Anfragen ausgeführt, ich weiß jeweils, wie lange die gelaufen sind, diese Anfragen. Und da kann man mit verschiedenen Tricks dann auch einen Schätzer bauen, wie lange eine Anfrage läuft. Das ist halt das Entscheidende. Genau. Bam. Da ist noch eine Anfrage gekommen. Dann müssen wir nicht schon mal komplett durchlaufen werden. Das hatten wir noch gerade. Die alles mit Statistiken. Wie können wir die Kosten einer Selektion sinnvoll schätzen? Die echte Anzahl an Tupeln kann man ja erst nach Ausführen sehen. Ja, das mit Statistik, statistische Methoden. Da kann man zum Beispiel mit Histogrammen oder dichterbasierten Schätzern. Machine Learning gibt es tausend Verfahren, da möchte ich Sie auf die Stammvorlesung verweisen. Reale, gute Systeme haben solche Statistiken. Die führen Statistiken im sogenannten Datenbankkatalog. Die müssen auch regelmäßig gebaut und wieder aufgefrischt werden, damit diese Schätzungen funktionieren. Da gibt es, das ist ein Thema für sich, kann man eine separate Vorlesung behalten. Aber man muss Statistiken haben, sonst funktioniert das nicht. Sonst kann man keine vernünftige Schätzung machen.
Vorherrechnung abschätzen, mehr im Rechnungsoberhalt. Ja, genau. Ne? Sehr ähnliche Fragen. Fast gleiche. Ja, ja, kann man, genau. Also man kann Selektivitäten abschätzen. Insbesondere Selektivitäten auf so Einzeloperatoren kann man relativ leicht abschätzen. Haarig werden Kombinationen, weil natürlich hier die Bedingungen korreliert sein können. Und das ist die Hölle. Das ist wirklich sehr schwierig zu machen. Da gibt es ein paar neuere Ansätze, die da besser jetzt werden inzwischen. Aber das ist das, wo es wirklich schwierig wird. Also wenn ich eine bestimmte Kombination von Bedingungen habe oder wenn ich verschiedene Joints habe, die hintereinander ausgeführt werden, dann wird es mit Statistik langsam haarig. Und das geht dann mal schlechter und mal besser. Also da muss ich wirklich ein bisschen in Statistik einsteigen, um das hinzukriegen. Genau. Wenn ein erneut zusammenführender zwei Prädikate wieder zu einer einzigen, weil nur wie ein erneut zusammenführender zwei Prädikate wieder zu einer einzigen Konjunktion kostenmäßig günstiger, weil nur lustige Frage, sehr gut. Gehen wir mal zurück. Sie meinen die Übungen. Achso, mit der Konjunktion kann ich es ja auch machen, genau. Ja, das hängt natürlich am Kostenmodell. Das macht keinen großen Unterschied, ob Sie jetzt innerhalb, also wenn Sie zwei, ich gehe nochmal auf die Folie, ich glaube, es ist einfacher an der Folie zu erklären. Wo war das denn? Hier, genau. So. Wir haben 1902 Politiker, also eine Konjunktion kostenmäßig günstiger. Naja, also im Grunde macht das an dieser Stelle macht es hier fast keinen Unterschied. Das hängt davon auch ab, wie dann die Tupel weitergereicht werden von dieser Selektion zu dieser, ja, also algorithmisch und in der Implementierung. Weil Sie haben ja diesen Effekt der partiellen Auswertung, haben Sie auch in normalen Ausdrücken in Programmiersprachen. Und da kann das natürlich schon günstiger sein, wenn Sie das in einer Selektion machen. Also Sie könnten auch sagen, okay, ich mache jetzt nicht erst Q und dann P in zwei Selektionen, sondern Sie machen eine Selektion Q und P. Aber selbst dann, wenn Sie es in einer Selektion machen, können Sie sich die Reihenfolge überlegen. Ja, machen Sie die Selektion mit Q und P oder machen Sie machen Sie Selektion mit P und Q. Also selbst innerhalb einer Selektion können Sie ja die Konjunktion, können Sie durch Kommutativität die Ausdrücke in der Konjunktion ja vertauschen. Und das hat ja genau den gleichen Effekt bei partieller Auswertung. Also es ist hier nur verschoben auf zwei Operatoren, weil ich halt unter Umständen Operatoren separat weiter runterdrücken kann durch das Predicate Pushdown. Deswegen macht man überhaupt diese Aufteilung. Aber wenn ich diesen Effekt habe, könnte ich auf die Idee kommen, es wieder zusammenzuführen. Aber selbst dann habe ich das Problem, dass ich mir die Reihenfolge überlegen muss. Ne? Innerhalb einer einzelnen Selektion. Ne? Sehr gute Frage. Ne? Das Problem geht dann dadurch leider nicht weg. Gut. Ich frage nochmal nach, aber ich sehe keine Fragen mehr. Wobei Marcel noch was aufschlägt. Aber ansonsten sehen wir uns Marcel schreibt, das war's. Alles klar, dann sehen wir uns in aller Frische wieder nächsten Donnerstag mit dem zweiten Teil von Anfrageoptimierung. Bis dann, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.